Einen wunderschönen guten Morgen hier auf der Cannabis-Normal-Konferenz. Einen wunderwarmen guten Morgen bei diesem wunderbaren Wetter vielleicht auch. Da, glaube ich, ist es vertretbar, dass das Sakko auch schon vor dem Mittagessen ausgezogen wird. Es freut mich sehr, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind hier, um mit uns gemeinsam zu diskutieren über die Zukunft von Cannabis in Deutschland. Das Cannabis-Gesetz ist beschlossen. Das Cannabis-Gesetz ist eine super Grundlage, um darauf aufzubauen. Aber das Cannabis-Gesetz ist bei weitem noch nicht der Schlussstein der Cannabis-Legalisierungsgeschichte hier in Deutschland. Deswegen ist es wunderbar, dass wir hier gemeinsam uns austauschen können. Was läuft schon gut mit dem Cannabis-Gesetz? Was haben wir in den letzten Jahren geschafft? Woher kommen wir eigentlich? Es ist ja kaum noch vorzustellen, wie die Situation vor 10 Jahren war, insbesondere natürlich bei dieser Session auf dieser Bühne hier im Bereich Medizinalcannabis. Freut mich, dass ihr hier seid. Und es geht natürlich auch um eure Fragen, um eure Eindrücke der Cannabis-Legalisierung, insbesondere hier im Bereich Medizin. Deswegen freuen wir uns gleich nach 2 Impulsvorträgen, dass wir hier eine schöne Diskussion in der Runde haben können. Wir haben natürlich ordentlich Zeit für Publikumsdiskussionen, für Fragen eingeplant. Insofern beteiligt euch sehr gerne. Und es freut mich sehr insbesondere, dass sich diese beiden Leute hier auf der Bühne beteiligen. Das ist einmal zu meiner Linken, zu eurer Rechten, Gero Kohlhaas. Er ist seit 2013 bereits medizinischer Cannabis-Patient und er ist nicht nur in der Öffentlichkeit als Patient, sondern er setzt sich insbesondere auch ein für Patientinnen und Patienten, nämlich beim Selbsthilfenetzwerk Cannabis als Medizin und bei der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Ich glaube, er wird sich gleich einmal noch selbst so ein bisschen vorstellen, wie er eigentlich in das Thema reingeraten ist. Aber erstmal einen kleinen Applaus bitte für unseren ersten Speaker, Gero Kohlhaas. Danke. Und natürlich, wenn wir einmal die Patientenseite hier vertreten haben, haben wir auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, woher kommt die Produktion, beziehungsweise woher kommt auch die medizinische Expertise. Dafür haben wir hier einmal den Gründer von Bloomwell, beziehungsweise vielen besser bekannt als Algea Care vielleicht noch unter dem alten Namen. Es freut mich sehr, dass du da bist, Dr. Julian Wichmann. Danke. Gero, und wir haben es gerade schon angekündigt, das Cannabis-Gesetz, das ist jetzt ein langer, langer Prozess gewesen, der jetzt endlich zum Ende kommt. Und du hast eine lange Zeit von diesem Prozess mitgemacht, hast viel miterlebt und kannst uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie das Ganze noch vor 10 Jahren aussah, beziehungsweise was sich für dich, für PatientInnen jetzt geändert hat, was sich noch ändern muss. Ja, da leg ich auch gerne mal los. Hallo, Test, Test, Test. Ihr könnt mich gut verstehen. Schön. Ja, ich stehe einfach mal auf. Ich glaube, es ist doch ein bisschen praktischer. So, ihr seht ja schon, was ich angeworfen habe. Das Thema ist eigentlich Fluch oder Segen. Ich finde, es ist gewissermaßen Fluch und Segen. Ja, aber das hat weniger mit dem Gesetz an sich zu tun, als mit den Rahmenbedingungen, die es gekommen ist. Die Rahmenbedingungen, die waren lange Zeit erstmal folgende. Wir konnten bis 2017 eigentlich als Cannabis-Patienten nur mit einer Ausnahmegenehmigung legal Cannabis importieren. Es war ziemlich teuer. Sehr viele konnten überhaupt sich diese Kosten nicht leisten und haben Klagen auf Eigenanbau eingelegt. Und unser Netzwerk hatte im Jahr 2017, nachdem eine Klage erfolgreich war, beziehungsweise 2 aus einer Sammelklage sozusagen, ein gemeinsames Verfahren, einen Anbaukurs veranstaltet. Carsten Elvering war das damals, zusammen mit Michael Knoth und noch ein paar anderen Menschen. Und das hatte sozusagen den Sachkundenachweis besorgt, den das BfArM sehen wollte, um solche Anträge ja, zuzulassen. Und deswegen nennen wir das 2017-Gesetz auch gerne Eigenanbauverhinderungsgesetz, denn eigentlich wurde es vor allem erlassen, schnell durchgewinkt, dafür abgestimmt, dass nicht so viele Leute selbst anbauen. So, ja, und dann waren wir auch irgendwann im Jahr 2020, nachdem sehr viele Patienten immer noch nicht so gut Ärzte gefunden haben. Und im Jahr 2020 hat dann Algea Care aufgemacht. Der erste telemedizinische Anbieter. So, bei aller Kritik, die ich so in der Vergangenheit geäußert habe, musste ich auch mal dazu gestehen, Algea Care hatte eine Lücke besetzt sozusagen. Da gab es eine Kerbe und das haben sie ja so auch irgendwie erstmal ganz erfolgreich gemacht irgendwie. Es gibt auf jeden Fall heute sehr viele telemedizinische Angebote.
Ja, und das ist auch erstmal toll. Man muss es sich nur leisten können. Jetzt sind die Preise ja in diesem Jahr gepurzelt. Das hat zum Beispiel was mit dem KanG zu tun. Ja, mit KanG ist es kein BTM mehr. Das heißt, ihr habt nicht mehr so einen Rezeptwahnsinn. Es ist alles einfacher. Ja. Ne? Ja, genau. Ja, und das ist tatsächlich schon bei aller Kritik auch eine niedrigschwellige Möglichkeit. Ja, man muss es sich eben nur leisten können. So. Ja, und es gibt inzwischen viele Anbieter, habe ich ja eben schon mal gesagt. Ja, und das sind so ungefähr so die Faktoren, die einander gegenüberstehen, beziehungsweise die diese ganze Debatte mit anheizen, würde ich mal sagen. Wir haben den niedrigschwelligen Bedarf, den es gibt. Im GKV-Bereich schwer erkrankt muss man sein. Ja, man muss Ärzte finden, die diesen langwierigen Kostenübernahmeprozess mit einem durchstehen. Es gehört auch viel dazu, dass man erstmal mit seiner eigenen Krankheit umgehen kann und so weiter. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Situation, in der schon dafür gesorgt wird, dass, wie soll ich sagen, Cannabis ist eine Nachfragemedizin und ich habe schon den Eindruck, als würden viele Anbieter gerne ihre Produkte in den Apotheken beziehungsweise auf den Rezepten stehen. Ja, das Ganze führt zu so einer Debatte über Fake-Patienten zum Beispiel, die wir haben. Wir haben viel schwieriges Marketing, ich nenne es mal so. Und wir hatten zum Beispiel vor knapp anderthalb Monaten diese BfArM-Stichprobenuntersuchung. Ich weiß nicht, ob das Ganze hier so vernommen wurde. Da wurde mal geguckt, diese vielen Selbstzahlerverordnungen. Es wurden Stichproben mal gemacht, nach dem Alter geguckt, nach verschreibenden Ärzten und so weiter. Und das hat die ganze Debatte mit so ein bisschen nochmal angefeuert, würde ich sagen. Es wurde aber bei dieser Stichprobenuntersuchung mal wieder nicht so ganz danach geguckt, was könnte eigentlich für so einen Anstieg im Bedarf verantwortlich sein. Sind es jetzt wirklich viele Leute, die sozusagen die Chance nutzen, dass ein Rezept einfach erhältlich ist? Sind es viele Leute, die sich legal sozusagen mit was versorgen wollen, das eigentlich illegal ist? Oder sind es einfach viele Leute mit einem niedrigschwelligen Bedarf? Beziehungsweise es gab ja noch die Corona-Jahre, es gab einen Lockdown. Viele Leute hatten vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, sich sozusagen, wenn sie in der Selbsttherapie sind, so zu versorgen wie vorher. Denn das Umfeld Nummer eins war zum Beispiel nicht erreichbar. In Städten, keine Ahnung, hatten vielleicht sogar die kommerzialisierten Taxidienste irgendwie Probleme, kann ich mir vorstellen. Ach, das ist wieder natürlich eine Geldfrage. Was bekommt man da? Eigenanbau, eine Möglichkeit. Jetzt mit KanG, wir haben Säule 1, vielleicht gibt es irgendwann Säule 2, aber es gibt noch keine Clubs, wo man irgendwas bekommen könnte. Also wird die Debatte so ein bisschen mit dadurch dominiert, dass es die böse Telemedizin gibt, da kriegt ihr dann ein einfaches Rezept. Es ist wohl zum Teil auch so, dass es nicht unbedingt starke Prüfungen gibt oder so. So sind viele Vorbehalte. Ja, und wer benötigt denn eigentlich solche Rezepte? Ich habe es schon mal eben gesagt, Unversorgte und auch Unterversorgte. Es gibt vielleicht auch Leute, die holen sich was dazu, weil sie von ihrem Arzt auf Kostenübernahme gar nicht so viel bekommen. Ja, finanzielle Ressourcen sind bestimmt und das Ganze hat auch eben, ich habe es eben schon mal angesprochen, mit dem Bedarf auch nicht schwer kranker Menschen zu tun, die in der ganzen Debatte so ein bisschen außer Acht gelassen werden. Ja, hier, das ist jetzt ein Kritikpunkt. So. Genau. Du bist der Mary Jane Chefarzt. So, ja, da ist ja noch ein Arzt umgesprungen, beziehungsweise einer, eigentlich gar kein Arzt, ein Jurist. Ja. Ich habe ehrlich gesagt nur Chan Ansai gesehen draußen. Ich wusste gar nicht, dass du persönlich da bist. Das fand ich zum Beispiel ein bisschen problematisch, so wie soll ich sagen, ich habe Soziologie studiert. Das ist nicht direkt auf so einen Beruf hinführend wie Arzt, aber ich glaube, man sollte diesen Kittel vielleicht vor allem tragen, wenn man in seiner Rolle unterwegs ist. Ich hatte das Gefühl, das war eher ein Marketing-Stand sozusagen. Aufmerksamkeit für das Thema. Aufmerksamkeit. Gerade auf einer Messe, also wir können ja später reden. Ja, ja, genau, genau. So, naja. Ist natürlich die Frage, ist das wirklich so seriös und verantwortungsbewusst sozusagen, das Marketing, wie wir es kennen? Also denken wir mal so an vielleicht auch Brands, die sich beworben haben. Ich glaube, dass
Das höchste der Gefühle waren die Ratiofarm-Zwillinge, so ungefähr, was wir gesehen hatten in der Vergangenheit. Im Cannabis-Sektor könnte man schon das Gefühl haben, dass es auch attraktiv ist, ein Patient zu sein. Das ist was, was ich beunruhigend finde an der ganzen Debatte. Denn auch die schwerkranken Leute haben oft Schwierigkeiten zu vermitteln, dass sie krank sind. Solange du nicht im Rollstuhl sitzt, solange du kein Bein ab hast, solange du kein offensichtliches, keine Behinderung und so weiter hast, haben gerade vielleicht auch jüngere Leute, vielleicht auch Männer, stärkere Probleme in dem Bereich was zu finden. Beispiel ADHS. Es gibt schon eine Debatte, die wird durch sowas befeuert, denke ich. Und ganz problematisch finde ich dabei eben, ob das Ganze so im Einklang mit dem HWG ist zum Beispiel. Oder auch einfach so müssen wir uns fragen. Jetzt zum Beispiel Mary Jane, das war ja schon auch ein Festival. Da sind verdammt viele junge Leute, Musik. Wenn ich mal irgendwas sehe, TikTok, Instagram, Darstellung von einzelnen Firmen, dann ist das oft sehr, wie soll ich sagen, bezogen auf Jugendkultur und Peer Group sozusagen. Es werden popkulturelle Elemente benutzt wie Hip-Hop. Und da muss man sich schon fragen, ob das die richtige Darstellung ist, einmal von Medizinprodukten, aber vielleicht auch die Gruppe, die beworben wird. Man könnte schon den Eindruck haben, dass es eher mal sehr hip ist. Das hier sind englische Folien, das tut mir leid, aber ich glaube, ihr könnt das auch so weit lesen. Wir müssen uns wirklich fragen, wir haben eine starke Stigmatisierung, die haben wir schon sehr lange. Ich hatte sie 2013 ganz extrem, bis ich irgendwann 2019 ein Rezept gefunden hatte. Selbst mit Kostenübernahme hatte ich im Bereich einer Großstadt noch starke Schwierigkeiten, Ärzte zu finden. Was macht man in der Zeit? Man muss sich selbst versorgen. Wie die meisten unseres Netzwerks. Das tut mir leid, das habe ich nämlich eben vergessen. Kleinen Moment. Ich erzähle jetzt noch mal ganz kurz etwas zu unserem Netzwerk. Da hat mich Clemens ja eben drum gebeten. Wir haben im Netzwerk lange Zeit über Hilfe zur Selbsthilfe Patienten, beraten Patienten dazu beigetragen, dass Leute fit für den Prozess der Kostenübernahme sind. Noch davor im Bereich der Ausnahmegenehmigung, ja, dass sie beim BfArM diese Anträge stellen können und dass die Anträge auch durchgehen. Das ist sehr viel Arbeit gewesen. Ja, und das hat sehr lange gedauert und es gab auch sehr viele Patienten, die haben jetzt sozusagen diese Entkriminalisierung oder Teillegalisierung, wie man es auch nennen möchte, gar nicht mehr miterlebt. Und ich könnte mir aber vorstellen, wenn die das jetzt noch miterlebt hätten, dann wären die auch ziemlich erstaunt über diese vielen problematischen Dinge, die wir erleben. Wir müssen uns bei solchen Auftritten auf der Mary Jane ganz einfach mal fragen, wenn wir Patienten stigmatisiert werden, auf der Mikroebene im Arztzimmer, wie ist das dann gesellschaftlich? Welchen Ruf bekommt Medizinalcannabis, wenn die Darstellung so in dieser Art ist? Und ich habe es eben schon mal beschrieben, dieser Bezug zu Hip-Hop, da wird auch immer so ganz gerne mit dem Verbotenen gespielt. Gangster-Rap, das ist natürlich das eine, wenn Konsumenten, wenn Patienten das machen, aber wenn die Unternehmen, die sozusagen Nachfrage auch gerne generieren möchten, Marketing, Werbung auf Stereotypen aufbauen, dann trägt das natürlich auch zur Stereotypisierung der Patienten bei. Ist natürlich die Frage, ob die von der Werbung abgeholt werden oder nicht, aber es trägt dazu bei, ein gewisses Image zu vermitteln und Image ist, wie wir wissen, alles und könnte auch dazu beitragen, dass viele Ärzte, ob im GKV-Bereich, aber vielleicht auch niedergelassene Privatärzte wirklich das Risiko eingehen wollen, das Image eines Drogenarztes zu bekommen, mehr oder weniger, auf einem kleinen Dorf. Es gibt leider noch viel zu viele Ärzte, die den Patienten sagen, jetzt können Sie doch anbauen, jetzt ist es doch legal. Oder können Sie nicht in so einen komischen Club gehen? Oder holen Sie sich doch einfach ein Privatrezept. Das ist auch so ein Ding. Die Ärzte müssen nicht mehr unbedingt helfen. Sie wissen ja, es gibt vielleicht andere, die helfen können. Man muss nur das Geld dafür haben. Naja, soziologisch ausgedrückt haben wir aber echt die Möglichkeit, was an dem Image zu machen, so, das die Leute von uns haben. So, wir haben die Möglichkeit über Handlung. Ja, und das auf der Mary Jane, ich kann gerade noch mal das Bild einblenden. Das ist ja schon
eine klare, gezielte Handlung sozusagen. Man stolpert nicht morgens aus Versehen in den Arztkittel rein und schreibt hier Cannabis-Patient werden auf den Stern. Ich finde das auch sehr interessant, dass Cannabis-Patient nicht zusammengeschrieben wird, sondern hier Cannabis-Patient werden. Wenn man bedenkt, dass es Lieferdienste und so weiter gibt, ein anderer Telemediziner hat sozusagen damit geworben, dass man sich innerhalb von ein paar Stunden oder einem Tag was zu Mary Jane liefern lassen kann. Den genauen Zeitraum kann ich gerade nicht mehr genau sagen. Ist in meinen Augen ein großes Problem. Ja, es fällt auf uns Patienten zurück. Und jetzt auch gerade zum Beispiel dem Auftritt von Julian. Es ist eine Messe, ich will nicht diese genaue Grenze ziehen, Konsumentenmesse, viele Patienten sind da. Ich finde auch, Hersteller, Großhändler und so weiter müssen auch diese Chance nutzen und sich zum Beispiel seriös darstellen. Man kann das Produkt seriös präsentieren, kann man alles machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ja schon noch ein paar Gesetze und das HWG sieht schon ein paar Dinge vor. Cannabis ist nicht mehr im BTM, aber Produktwerbung sozusagen ist schon ganz klar verboten. Und auch die Darstellung spielt eine Rolle. Ärzte zum Beispiel können sich an Fachpersonal gerichtet schon darüber austauschen, Apotheker und so weiter, ja, Fachgruppen, da sieht das Gesetz kein Verbot vor. Aber solange auch diese Fachgruppen unter Umständen dazu einladen, vielleicht einfach durch ihre Person auch Missbrauch befördern könnten, haben wir ein Problem. Es ist natürlich die Frage, ist das einfach nur Marketing, wenn Julian einem Mary Jane Chefarztkittel zum Beispiel da rumläuft, oder ist das vielleicht Werbung für eure Leistung? Das ist jetzt kein Medizinalcannabis an sich, aber ich sehe das so, ihr seid da ja schon irgendwie, ihr sitzt dazwischen sozusagen. Wir kennen die Gesetze sehr gut. Das glaube ich, genau. Das Spannende ist ja eigentlich, wie viele Leute an so einer Messe kommen und sagen, ich wusste gar nicht, dass es gibt Cannabis auf Rezept. Und die Quote ist 50% auf einer Cannabis-Messe. Aber wir diskutieren ja noch. Ja, finde ich eigentlich unglaublich. Ich denke mir, das ist eigentlich auch, aber auch interessant mit der Cannabis-Messe, das, was du gerade gesagt hast. Denn so viele junge Leute, eigentlich sollten die das wissen, dass das möglich ist. Ich wundere mich oft, warum diese Marketingmaschine vor allem diese jüngeren Zielgruppen so extrem avisiert. Ja, denn eigentlich gibt es auch den Bedarf vor allem, auch in anderen Peers, sage ich mal. Nicht unbedingt die Hip-Hop-Klientel, nicht unbedingt das Messe-Klientel. Wie auch immer, das, was wir da auf der Messe erlebt haben, das beeinflusst natürlich die Situation im Wartezimmer enorm. Ob es um Privatrezept beim befreundeten, beim dörflichen Privatarzt geht oder beim ländlichen GKV-Arzt oder auch in der Stadt. Das Arzt-Patienten-Setting, was da im Wartezimmer abläuft, im Sprechzimmer meine ich, das ist ein Ritual und das ist auch ein sehr altes Ritual. Ärzte sind Autoritätspersonen, da gibt es eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Autorität tradiert, hat auch was mit Hierarchie zu tun. Ja? Also der Arzt ist auf jeden Fall der, zu dem man geht, um sich einen Rat zu suchen, einen Rat zu holen. Eine Krankheit soll geheilt werden, wie auch immer. Normalerweise weiß der Arzt sehr viel und der Patient eher wenig. Ja, aber wir erleben jetzt eben etwas anderes. Die meisten Patienten sind hilfsbedürftig, haben Schmerzen, sind unter Umständen schon lange auf der Suche, haben auch einen gewissen Drang, ja, und müssen sich auch oft schon seit Jahren selbst versorgen. Ärzte müssen diese Compliance beachten. So. Gerade im GKV-Bereich ist es auch ein wahnsinniger Aufwand, bis mal ein Rezept zu Kassenkosten ausgestellt werden kann. Und ich habe es eben schon angesprochen, auch Ärzte sind nicht von Stigmatisierung ausgeschlossen. Auch die haben Angst, unter Umständen. Ja, der Arzt, ich habe es eben schon mal gesagt, es ist eine Autoritätsperson. Wir lernen schon als kleine Kinder, dass wir dem Arzt vertrauen. Vor allem verordnet ein Arzt normalerweise nicht auf Bestellung. Und so haben wir es auch im PKV-Bereich. Es sind spezialisierte Leistungen, die wir zum Beispiel im Selbstzahlerbereich haben, die sind im PKV-Bereich so gar nicht möglich. Die Unterordnung, die wir normalerweise gewohnt sind in diesem Setting, die ist aber unter Umständen weg, weil die Patienten müssen die Ärzte aufklären. Ich habe es eben schon mal gesagt, es ist eine Nachfragemedizin.
Wir können jetzt keine Statistik anlegen. Ich sage auch die ganze Zeit, ich glaube nicht, dass das Kangi jetzt sozusagen direkt die Kostenübernahmevorgänge, die bei dem MDK liegen, negativ beeinflusst. Aber es beeinflusst auf jeden Fall die Debatte. Wir haben eine Pseudopatientendebatte. Und ich habe in den letzten Wochen schon von ein paar Patienten erzählt bekommen, dass auch ihre verschreibenden Ärzte sagen, versorgen Sie sich doch jetzt irgendwo anders. Es ist ja jetzt auch die Möglichkeit da, sich anders zu versorgen. So, das wären jetzt so Fragen, die möchte ich mal später in die Runde geben. Da würde mich auch die Meinung des Publikums interessieren. Gefährden beschriebener Handlungen, wie jetzt zum Beispiel auf der Messe, diesen Bereich Medizinalcannabis als Ganzes. Meine Frage an Julian gleich nach seinem Vortrag wäre, warum ein Unternehmen wie eures, das ja auch eine gute rechtliche Beratung hat und so weiter, also ihr seid keine zwei Mann, die im Hinterzimmer sitzen, warum agiert ihr so? Denn ihr wisst ja, dass es diese Debatten in der Öffentlichkeit gibt. Ja, und die letzte Frage wäre, das einfach nur in die Zukunft, könnten solche Debatten vielleicht auch einfach dadurch beendet werden, durch Art Selbstverpflichtung, dadurch, dass Firmen vielleicht von sich aus nicht so agieren, dass der Ehrliche am Ende der Dumme ist? Denn es gibt viele telemedizinische Anbieter. Nicht jeder stellt sich so auf der Messe aus. Wenn er sich so ausstellt, ist vielleicht dieser weiße Kittel etwas, was diese Rolle, ich habe es eben in mehreren Kontexten genannt, diese Expertenrolle doch untergräbt. Und das Image von Cannabis als Medizin leidet da vielleicht genauso unter dem Image eurer Firma mit, würde ich behaupten. Es gibt schon viele negative Presse und wir haben gerade viel damit zu tun, uns dafür auszusprechen, dass Schlafstörungen zum Beispiel auch ein Grund sind, warum auch Telemediziner Patientenrezepte ausstellen. Aber die Debatte läuft in die Richtung, dass wir gerade einen starken Fokus haben auf Kangi und der Mischung Medizinalcannabis. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie gerne. Ich freue mich gleich auf die Debatte. Ja. Dann switchen wir doch mal, oder? Okay. Wir machen noch extra kurz, dann, weil wir wollen auf jeden Fall diskutieren. Genau, ich glaube, es gab gerade schon einige direkte Ansprachen an dich, deswegen darfst du gerne das Wort ergreifen. Also ich will ganz kurz einen Überblick geben, wo kommen wir eigentlich her? Und auch, was Bloomwell eigentlich genau macht, gibt es ja manchmal auch Missverständnisse. Ich will erstmal diesen Moment nutzen, um wirklich wertzuschätzen und auch Danke zu sagen an alle, die 2017 dieses Gesetz auf den Weg gebracht haben. Ich weiß, das waren lange Kämpfe, aber ohne Patienten, Ärzte, Verbände, Politiker hätten wir kein Cannabis als Medizingesetz von 2017, worauf jetzt auch wieder das KanG basiert. Meine These ist andersrum ein bisschen, seitdem hat sich gar nicht so viel getan, also juristisch und vor allem auch nicht besser für Patienten. Also man hatte dieses Gesetz damals, aber jetzt gab es Veränderungen durch KanG, aber sonst gab es relativ wenig und dafür aber immer sehr viel Diskussionen. Und das können wir heute auch ein bisschen diskutieren. Denn ich gehe auch gar nicht in die Details hier ein, aber was sich nicht geändert hat, was das Thema Kostenübernahme angeht, sind diese Kriterien da drauf. Die einzige große Veränderung, würde ich wirklich sagen, 2017 neben der Telemedizin, die entstanden ist, ist eben, dass jetzt im KanG reguliert wurde, dass Cannabis kein Betäubungsmittel mehr ist, was wirklich für die medizinische Anwendung einen riesen Einfluss hatte. Denn man muss auch festhalten, ich zeige diese Folien häufig auch in Ärztefortbildung, wir stehen immer noch hier. Wir stehen immer noch hier, dass die Krankenkassen sagen, beim Thema medizinisches Cannabis sind wir sehr restriktiv. Auch durchs KanG hat sich nichts geändert. Ich saß selber persönlich bei mehreren GKV-Krankenkassenvorständen, sogar mit ausgefertigten Cost-Effectiveness-Analysen, um ihnen zu zeigen, dass das eigentlich eine kosteneffiziente Therapie ist, wenn man sie vergleicht, zum Beispiel beim Schmerzpatienten mit jemandem, der im Krankenhaus ist, noch ein MRT kriegt, Krankheitstage, vielleicht auch eine Operation. Ich habe zu oft den Satz gehört, beim Thema medizinisches Cannabis, das ist ein Zitat, sehen wir keinen Änderungsbedarf, sodass wir irgendwann, auch ich selber gesagt habe, das verschwenden wir unsere Zeit, dann fokussieren wir uns wirklich komplett auf Lösungen, die Patienten direkt was bringen, anstatt jetzt über Jahre zu diskutieren. Aber wir haben es versucht, also wirklich jahrelang saß ich bei Krankenkassenvorständen. Denn das Problem, was wir haben, finde ich, dass sich medizinisches Cannabis immer noch selber stigmatisiert. Also das jetzt mal offiziell von der Webseite, wenn ich also google, Cannabis auf Rezept,
was ist denn das und wie komme ich daran? Dann finde ich von meiner eigenen Krankenkasse vielleicht dann sowas, wo ich schon direkt sehe, ah, das ist nichts für mich. Denn ich habe vielleicht ADHS, Depressionen, Schlafstörungen, alles Sachen, wo ich selber sagen würde, da leide ich sehr dran. Aber wenn ich auf so eine Webseite gehe, Entschuldigung, heißt es erstmal, das ist für schwer kranke Fälle, wenn ich mir die Diagnosen hier anschaue, auch Spastik immer weit oben erwähnt, da wissen viele gar nicht, was das ist, merkt man schon schnell, da werde ich auch als Patient abgeschreckt. Und das ist, glaube ich, was schiefläuft und was, glaube ich, auch leider durchaus von Verbänden mit diesem Bild auf die schwerstkranken Fälle auch fehlgeleitet wurde, weil das schreckt Menschen, die einen medizinischen Nutzen von medizinischem Cannabis hätten, ab. Und das bringt mir ja als Patient, der zu Hause sitzt, auch nichts, wenn ich einen Fall sehe, im Sterben liegend. Meine These ist, jeder Patient, Patientin ist gleich wichtig, gleich wertvoll und jeder, der ein Rezept hat für eine Behandlung, ist auch Patient und dann sind viele andere Debatten auch überflüssig, muss man sagen. Genau deswegen haben wir in 2020 gegründet, um auch das nochmal zu klären, also ich bin Mitgründer von Bloomwell als Gruppe, von Anfang an als Gruppe auch gedacht, ich zeige eine Slide, weil wir schon wussten, das Thema Rezept ist das eine, aber da hängen noch viele andere Begleitthemen dran und um das wirklich besser zu machen für Patienten, müssen wir leider dieses dicke Brett bohren und wirklich alles angehen. Fokus auf Telemedizin, das auch interessanterweise ein bisschen Corona-mäßig war ja auch die Zeit. Und wie gesagt, wir haben von Anfang an so probiert, mit Krankenkassen zusammenzuarbeiten, aber sind gegen so viele, also trotz Kontakte und Intros, gegen so viele Wände gestoßen, dass wir irgendwie gesagt haben, okay, das verlassen wir jetzt erstmal diesen Pfad, vielleicht ändert sich die Debatte in der Richtung ja nochmal, was sie leider bisher, würde ich sagen, eher nicht getan hat. Was mich freut, das ist ja dann quasi der kollegiale Ritterschlag, ist, dass wir viele Zuweisungen haben, obwohl es gar nicht notwendig wäre für eine privatärztliche Behandlung. Also viele Ärzte, die sagen, immerhin das hat sich ja auch entwickelt, neben dem Zugang für Patienten über Telemedizin, dass Ärzte sagen, ich glaube, es wäre für einen Patienten gut, ich kann das aber nicht oder will das nicht abbilden, da gibt es, glaube ich, viele Gründe. Ich glaube, es ist leicht, Ärzte dazu kritisieren, aber ich verstehe, ich habe auch viele niedergelassene Freunde, die Ärzte sind auch manchmal die Beweggründe dahinter. Es ist auch für Ärzte ein kompliziertes Thema. Was mir sehr wichtig ein Anliegen ist und deswegen auch so viel mediale Arbeit, auch mit Fernsehen, wenn wir uns die Daten anschauen, zum Beispiel die BfArM-Daten, dann haben wir ja immer eine Verzerrung drin, weil wir sehen nur die Kostenübernahmefälle, wir sehen fast nur oder zum großen Teil hospitalisierte Fälle, also Menschen, die im Krankenhaus liegen oder im Hospiz. Nochmal, die sind meiner Meinung nach genauso wichtig wie ein Familienvater mit Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Das bringt ihm ja auch nichts zu sagen, anderen geht es schlechter als dir. Also das ist ja auch eine komische Message. Und das Interessante ist natürlich, in der telemedizinischen Betreuung sieht man ambulante Erkrankungen, also Menschen, die sonst normal im Leben stehen, berufstätig, Familie, Hobbys, die aber trotzdem jeden Tag einen Leidensdruck haben. Und da sieht man ganz andere Diagnosen. Und ich glaube, langsam, und das ist ein Effekt vom CanG, öffnen sich diese Menschen, sich zumindest mal darüber zu informieren. Und wie gesagt, sind perplex, wenn sie hören, es gibt medizinisches Cannabis auf Rezept und das wäre vielleicht mal ein Therapieversuch für mich, weil das hat ihnen bisher niemand gesagt. Keine Ärzte, keine Krankenkassen, kein Umfeld, kein Fernsehen. Da wird das Thema, finde ich, noch zu sehr totgeschwiegen und jetzt leider manchmal auch in so eine Debatte gebracht, die dann wieder schadet. Also schaden sich Verbände teilweise auch selber, wenn quasi Patienten andere Patienten kritisieren, weil die wegen Schlafstörungen in der Behandlung sind und sie selber zum Beispiel jetzt an der multiplen Sklerose leiden. Das bringt, glaube ich, keinem was. Wir haben auch früh, wir sitzen ja auf einem großen Datenschatz daran, wir haben das auch früh genutzt. Ich komme ja aus einer akademischen Forschung ursprünglich, aus einer Uniklinik, um auch diesem Ruf, wo ist die Evidenz, zumindest mit unseren Mitteln, so gut das eben geht, was beizusteuern, weil ich habe sonst immer nur gehört, es fehlt daran und Kritik und wo ist die Forschung? Ich bin da etwas pragmatisch, ich probiere dann lieber es umzusetzen, das war schwieriger, als ich gedacht habe, aber dennoch hier mal einen Überblick über ein paar Kollaborationen, die laufen und auch mal Ergebnisse, gehen wir jetzt nicht in Details, aber immerhin, das sind peer-reviewed, also quasi wissenschaftlich unabhängige, publizierte, veröffentlichte Daten, ist auch öffentlich, zeige ich im nächsten Slide kurz. Und was mir auch wichtig war, da ist auch kein Geld geflossen. Das war auch schwierig mit Unis, weil alle wollten irgendwie 100.000 Euro für irgendeine Studie. Und ich habe gesagt, das können wir nicht machen, weil dann öffnen wir wieder die Tür für Kritik. Da ist auch nur ein Euro geflossen. Deswegen sind die Ergebnisse so. Ich wollte unabhängige Daten. Das heißt, hier sind anonymisierte Datensätze von Algea-Care-Patienten mit deren Zustimmung an eine Uni gegangen. Und wir haben gesagt, zieht bitte eure eigenen Schlüsse. Und das Schöne war, dass selbst die Uni-Forscher teilweise überrascht waren, wie die Ergebnisse waren. Hier jetzt neuropathische Schmerzen, also Nervenschmerzen aus ganz verschiedenen Ursachen. Und hier sieht man, ich glaube, in der Runde ist das bekannt, aber für Unikliniken ist das eine ganz neue Erkenntnis, dass medizinisches Cannabis schnell wirkt. Das sehen wir also im ersten Follow-up nach 4 Wochen. Dauerhaft wirkt,
effizient wirkt und vor allem vom Nebenwirkungsprofil sehr gering. Also keine schweren Nebenwirkungen, da wird ja auch immer wieder über Psychose und viel anderes diskutiert. Das sehen wir in der medizinischen Anwendung nicht. Wir sehen, und wenn ich mir das mal auf einem Beipackzettel vorstelle, wäre das der kürzeste Beipackzettel der Welt. Wir sehen Mundtrockenheit, Müdigkeit, leicht gesteigerten Appetit, sehr verträgliche Nebenwirkungen. Und diese Message muss auch raus an Patienten. Und deswegen probieren wir so gut es geht zu publizieren. Das ist öffentlich zugänglich, kann man sich anschauen und durchlesen. Aber man sieht, also dieses Wissen ist in der Gesellschaft, in diesen Kreisen vielleicht, aber in der Gesellschaft bei weitem noch nicht angekommen, denn hier geht es ja wirklich um Volkskrankheiten. Denn die nächste Volkskrankheit, die ich ganz kurz zeigen will, ist Depressionen. Ich komme selber aus einer Psychologen-, Psychotherapeuten-, Psychiaterfamilie. Da ist das Thema Cannabis sehr vorbelastet. Und deswegen freut es mich, dass wir in der Uni in Duisburg-Essen mit der Abteilung für Psychiatrie das Gleiche gemacht haben. Wieder gesagt haben, hier sind Cannabis-Patienten, die wegen der Depression in Behandlung waren, anonymisierte Datensätze, kein Geld geflossen, ihr zieht bitte eure eigenen Schlüsse. Und wir sehen hier eigentlich wieder das Gleiche. Ein schnelles Ansprechen und was ja auch sehr wichtig ist bei Depressionen, das wissen wir ja auch, es geht nicht, oder es ist auch utopisch, jetzt immer zu heilen, also komplett kurativ, aber alleine sagen zu können, wir haben jemanden von einer schweren Depression auf eine milde oder leichte gebracht, dauerhaft und vor allem mit weniger oder vielleicht sogar keinen Nebenwirkungen im Vergleich zu Antidepressiva. Die Latte ist, glaube ich, sehr lang, wer es mal genommen hat. Ist ja auch schon ein schöner Therapieerfolg. Dementsprechend auch nach langem, langem Weg wissenschaftlich publiziert. Und auch, also darüber würde ich mich auch freuen, wenn wir mehr über sowas sprechen, weil wir setzen schon viel Energie dahinter, was mir ein persönliches Anliegen ist, die Forschung voranzubringen. Und meine Erfahrung ist, das Klassische, wir fordern vom Staat, dass Forschung kommt, funktioniert einfach nicht. Da muss man selber in die Hand nehmen. Und dementsprechend an ADHS sind wir gerade an der nächsten Studie dran. Jetzt nochmal ganz kurz der Überblick, weil es, glaube ich, eine Antwort darauf ist, warum Telemedizin gerade so funktioniert, aber warum es auch wirklich eine Lücke schließt, weil es viele Herausforderungen für Ärzte und auch Apotheker sind. Also wie gesagt, als Gruppe früher konzipiert, deswegen habe ich es von Anfang an so mitgegründet, aber wir haben uns natürlich erstmal auf den Telemedizin-Aspekt fokussiert, weil wir dann aber auch gelernt haben von Patienten, die sind nämlich mit Rezepten in Apotheken gegangen und haben gesagt, die haben es nicht, die sagen, wir machen kein Cannabis oder es kostet 25 Euro pro Gramm, was einfach also eine hohe Kostenbelastung, extrem hohe Kostenbelastung ist, die ja vermeidbar ist. Das heißt, wir haben relativ früh gewusst, okay, wir müssen diese ganzen Stakeholder, sagt man so ein bisschen im Business, mir fällt auch kein besserer Begriff ein, Partizipanten, irgendwie zusammenbringen, weil alle haben eigentlich unterschiedliche Probleme. Die Patienten finden keine Ärzte, das ist jetzt einfacher geworden, würde ich grundsätzlich sagen, aber dennoch, wie gesagt, auf einer Mary Jane, 50% der Leute am Stand haben gesagt, ich wollte mich mal informieren, weil ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ich bin irgendwie vorbeigelaufen und habe davon noch nie gehört, auf einer Cannabis-Fachmesse. Da würde man ja schon denken, da ist das bekannter. Jetzt muss man das mal hochrechnen auf eine generelle Gesellschaft. Also wenn wir hier jetzt in Berlin rumlaufen, würde ich schätzen, unter 10% auf der Straße würden sagen, davon habe ich schon mal gehört. Patienten brauchen aber nicht nur einen Zugang zu den Ärzten, sondern sie haben ja gleich dann auch ein Rezept, das wollen sie auch einlösen und eben so kosteneffizient und auch bequem wie möglich. Ich glaube, der Faktor Convenience, also dass ich nicht daraus wie so eine Art Hobby machen muss und dann mich überall nochmal einlesen muss und in irgendwelchen Gruppen und Passwörtern und so weiter, da haben wir sehr schnell radikal gesagt, das muss komplett transparent sein und auch Preise in Apotheken müssen wirklich sofort einsehbar sein und deswegen auch als Marktplatz konzipiert, zeige ich gleich. Man darf die Herausforderungen für die Ärzte nicht unterschätzen, man lernt das überhaupt nicht im Studium, es gibt auch meiner Meinung nach wirklich keine gute anerkannte Ausbildung, weil sie zu häufig an so Einzelfällen orientiert ist. Unsere Stärke ist natürlich mit so vielen Behandlungen der Datenschatz. Und das heißt, das werden wir auch in Zukunft noch mehr nutzen, um fortzubilden, aber auch Vorschläge machen zu können, weil man algorithmisch schon sieht, je nachdem wie ein Patientenprofil ist, welche Erkrankung, welches Alter, welche Vorerfahrung, was wäre die richtige Therapieoption und zum Beispiel welche Strains. Man darf aber auch nicht unterschätzen, für einen Arzt in der Praxis ist das eine große Herausforderung. Du hast schon gesagt, es sind herausfordernde Patienten mit einem hohen Leidensdruck. Aber es hängt auch dieses ganze Logistikthema dran. Man muss sich auf einmal mit Apotheken beschäftigen, man muss sich mit Führerscheinerlaubnis beschäftigen, Reisesachen und so weiter. Das kennt man sonst als niedergelassener Arzt nicht und hat auch die Zeit nicht. Und man muss als Arzt der Sicht auch sagen, ich sehe das bei meinen niedergelassenen Allgemeinmedizinfreunden, in der gleichen Zeit könnten die wahrscheinlich 10 Herzpatienten kurz sehen. Das heißt, es geht, glaube ich, auch in der Arztpraxis nicht unbedingt, wenn Ärzte das nicht damit behandeln, nicht um Geld, sondern es geht auch um ihren Eid, auch wenn man den gar nicht mehr ablegt in Deutschland. Wo helfe ich mehr oder vielleicht auch mehr Patienten? Apotheken, auch eine Herausforderung.
Die haben diesen Zugang nicht, müssen aber quasi aus dem Stand heraus, ich glaube, wir sind bei über 300 Präparaten in Deutschland, eigentlich alles irgendwie vorrätig haben. Dazu brauchen sie auch die Nachfrage, die quasi aus Patienten- und Arztsicht kommt. Und vor allem, was ich gelernt habe, Apotheken sind wirklich noch auf dem Faxgerätmodus. Deswegen unser Fokus so digital wie möglich, damit es wirklich direkt, wenn ein Rezept ankommt, digital oder postalisch, eigentlich innerhalb von 2 Stunden abgefertigt werden kann und losgeht, weil das ist die Erwartungshaltung der Patienten. Und mit dem Großhandel, ich glaube, wir nutzen diese Erkenntnisse auch, um neue Anwendungsformen zu entwickeln. Das wird sehr spannend. Also ich glaube, Blüten sind eine wichtige Therapie, da widerspreche ich auch ehrlich gesagt fast allen Fachverbänden, ich diskutiere das jedes Mal auf diesen Kongressen, die alle sagen, es sollte eigentlich nur Extrakte geben, alles andere macht keinen Sinn und dann irgendwelche Graphen zeigen. Ich weiß nicht, wie die Stimmung hier in diesem Raum ist, ich sehe das sehr anders. Ich glaube, Blüten haben auf jeden Fall Nutzen, weil sie eben schnell wirken, gut verfügbar sind und auch gut steuerbar sind. Aber das gibt es viele Diskussionen drüber. Deswegen jetzt auch zusammengeführt, also weil ich da auch Fragen gekriegt habe, es hat sich eigentlich nicht viel getan, wir haben auch nicht verkauft oder irgendwas, sondern wir haben es auch zusammengeführt, weil wir das Problem hatten, dass Patienten verwirrt waren und gesagt haben, okay, da ist die Telemedizin, da ist Apotheke, wie geht das jetzt, muss ich mit denen reden oder mit denen und wir, Datenschutz in Deutschland auch ein kompliziertes Thema, auch Teams untereinander nicht reden durften, es sei denn, sie hatten die Genehmigung vom Patienten nochmal extra angefordert. Das haben wir jetzt deutlich einfacher gemacht und dementsprechend ist es auch viel schneller und dementsprechend können jetzt auch viel mehr Patienten viel effizienter, auch ohne Rückfragen betreut werden. Ich komme zum Ende, ich glaube, wir sind auch gut in der Zeit, also da stehen wir jetzt und ich glaube, auch wenn man nochmal zurückschaut, also März 2017, vorher sicherlich auch, war ich aber nicht mit dran beteiligt. Ich glaube, es ist wirklich deutlich einfacher geworden, Cannabis-Patient zu werden, was sehr, sehr gut ist, weil die Schwelle für Menschen, die sich mit dem Thema dann zumindest mal auseinandersetzen oder zumindest mal einen Therapieversuch machen und schauen, komme ich damit besser zurecht als mit einem Schlafmittel oder auch anderen Medikamenten, diese Schwelle sollte relativ niedrig sein im Rahmen der Möglichkeiten, weil die sich sonst gar nicht damit öffnen und auch bei den Ärzten nicht ansprechen können. E-Rezept wirklich war eine große Verbesserung, dementsprechend sind auch die Kosten massiv gesunken. Das ist immer noch ein subventioniertes Geschäft, das kann ich auch offen sagen. Also es ist schon, auch bei uns zu arbeiten, es ist kein einfacher Job. Aber jetzt merkt man, okay, es funktioniert deutlich besser, weil nicht mehr nachts Kuriere durch ganz Deutschland mit hunderten Papierrezepten rasen müssen. Also da muss man sich schon mal vorstellen, was im Hintergrund abläuft, wenn ich irgendwie auf einen Button klicke. Das ist jetzt deutlich einfacher, es freut mich sehr. Dementsprechend sind auch die Kosten sehr gesunken und ich glaube, das ist eigentlich die Chance, für medizinisches Cannabis in Deutschland, wir haben die Chance, es anders zu machen als in den USA. Wir müssen jeder, wo ein medizinischer Nutzen vorliegen könnte, oder zumindest ein Therapieversuch auch gewünscht ist, diesen Zugang ermöglichen, um mal rauszufinden, funktioniert das für mich. Wenn man da jetzt riesen Hürden anzieht, verschreckt man die Menschen eher und ich glaube, dann stigmatisiert man eher wieder Erkrankungen. Meine These ist, es müsste eigentlich Millionen Cannabis-Patienten in Deutschland geben und es müsste komplett normal sein, Cannabis-Patient zu sein. Ich glaube, da sind wir bei weitem noch nicht. Ich glaube, es ist immer noch sehr am Rande der Gesellschaft und dementsprechend wird es auch teilweise auch in der Presse, muss ich auch sagen, belächelt oder auch mit wilden Headlines dann irgendwie betitelt. Das sollte so nicht sein. Es sollte normal sein, so wie Ibuprofen einzunehmen, Antidepressiva, andere Medikamente. Und dementsprechend hier ein Live-Blick. Ich glaube, alle, die seit 2017 dabei sind, wissen, wo Preise früher waren. Das ist jetzt in Echtzeit. Ich glaube, das ist eine große Erleichterung, die wir auch vorangetrieben haben, weil wir in Apotheken gesagt haben, das muss viel günstiger für Patienten werden, weil sonst ist das nicht bezahlbar. Und das freut mich jetzt, weil ich glaube, bei niedrigen Dosierungen ist so ein Therapieversuch also jetzt sehr bezahlbar geworden. Ja? Also für ein Rezept geht es so ab 25 Euro. Das ist ja auch massiv gesunken. Freut uns auch sehr. Hätten wir gerne früher gemacht, aber die Kosten waren immens. Und vor allem die Kosten der Apotheke sind massiv gesunken. Also viele Patienten starten ja erstmal mit 0,1, 0,2 Gramm pro Tag. Sehr bezahlbar geworden, das Ganze. Und dementsprechend auch der Überblick. Man muss ja doch manchmal auch zurückschauen und gucken, wo kommt man her. Also ich glaube auch vor 2017, da war es noch mit der Anbau, aber Anfang 2017 waren die Preise in Apotheken absurd hoch. Und Patienten haben das auch bezahlen müssen. Es gab gar nicht ohne andere Wege. Das haben wir schon stark geändert. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo eben dieses Niederschwellige, was glaube ich Gero sagt, dass wir die Chance nutzen können, dass Menschen eben nicht, also ich bin perplex, dass Ärzte das vorschlagen, aber dass Menschen, die aus medizinischem Grund Cannabis nutzen sollten oder zumindest einen Therapieversuch machen wollen, dass die nicht in den Freizeitbereich gehen, ob es jetzt Clubs, Eigenanbau etc. ist, sondern dass sie eben medizinisch betreut werden können, was viel bequemer ist und sie vor allem auch Ansprechpartner haben bei Rückfragen. Ansonsten freue ich mich auf die Diskussion. Na ja, fertig, ja.
Wollen wir uns setzen, Abi? So. Sag mal, kurze Frage. Ja. Warum hattest du eben zum Beispiel das Emblem der Bundesdruckerei in der Präsentation? Ach so, weil das, wir haben einen E-Rezept-Service mit einer Entität der Bundesdruckerei entwickelt, weil wir, ich komme ja aus dem Gesundheitssystem ursprünglich, wir wollten uns nicht auf die normale E-Rezept-Infrastruktur verlassen, denn da merkt man ja auch, okay, das funktioniert häufig nicht. Das heißt, wir haben es selber entwickelt und deswegen funktioniert es auch zum Glück tatsächlich seit Anfang April. Okay. Aber man sieht also viel Aufwand. Hatte mich gerade nur irgendwie erstmal verwirrt, das Schwarz-Rot-Gold und das Bundesministerium, das BMF, was hat das? Wir haben Förderung erhalten, auch in einer durchaus relevanten Summe, weil wir genau diesen Bereich, also weil wir gesagt haben, das ist eine medizinische Versorgung, die auch subventioniert wird von uns selber, also wir haben ja auch Investoren. Okay. Ich frage nach, weil das sah gerade aus wie so eine Projektpartnerschaft oder so. Also wir haben Förderung erhalten. Okay. Man ist, glaube ich, sogar auch öffentlich, ja, aber jetzt nicht in irgendeiner Mitteilung oder so. Ja. Also was ich gerade auffällig fand an der Präsentation, es heißt ja Kange und Medizinalcannabis, Fluch oder Segen, wie du dich präsentieren kannst, wie du jetzt sozusagen auch Produkte hier mit in die Präsentation eingebaut hast, das ist ja in Säule 1 und eigentlich auch so, wie Säule 2 angedacht ist, eigentlich unmöglich. So, also das könnte vielleicht dünnes Eis werden, wenn eine Anbauvereinigung im Internet Preise und Bilder von Blüten und vielleicht auch die Strain-Namen veröffentlichen würde. Das könnte als Werbung ausgelegt werden. Und da haben wir das Problem irgendwie, was ja eigentlich unser Thema mit ist. Also gibt es ja zwei Perspektiven. Also erstmal kann ich dir versichern, wir haben ja auch zum Beispiel Urteile gewonnen vor Gericht gegen die Wettbewerbszentrale, weil wir gesagt haben, ja, man kann Rabatte auf Behandlung machen, weil wir wollen es günstiger machen für Patienten. Das wurde erst so nicht gesehen, dann haben wir vom OLG gewonnen. Also ich glaube, wir sind juristisch gut vertreten, aber das eigentlich die wichtige Frage, die uns umtreibt, ist, was wollen denn die Patienten? Und was, glaube ich, nicht funktioniert hat, war in der Vergangenheit, man muss zu der Apotheke gehen, die haben ein Passwort, und dann muss ich aber dahin gehen, oder ich habe das Problem, ich habe ein Rezept mit zwei verschiedenen Präparaten. Das ist gar nicht so einfach, das rauszufinden, was kostet mich das am Ende und ist beides verfügbar? Und deswegen auch im Marktplatz, weil wir gesagt haben, man kann nicht mit einer Apotheke ganz Deutschland abdecken. Das funktioniert aber nicht. Ich erinnere mich an einen Poststreik vor 2 Jahren. Und dementsprechend Marktplatz. Und dort kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe ein Rezept mit den zwei Präparaten und mir wird sofort angezeigt, ist beides in der gleichen Apotheke verfügbar? Und vor allem, was kostet es auch kumulativ? Also wir gehen ganz klar immer danach, was wollen Patienten? Die wollen Transparenz. Wir wollen nicht als Pseudopatienten angesehen werden, zum Beispiel auch, würde ich sagen. Aber ich mag jetzt auch gar nicht den Clemens, der steht so daneben. Ich glaube, der möchte auch mal irgendwie Fragen stellen. Aber die Debatte Pseudopatienten verstehe ich generell überhaupt nicht, kann ich offen sagen. Du rauschst gerade. Schon. Einmal sehr schön. Es gibt schon teilweise wohl entgegenstehende Perspektiven auf denselben Betrachtungsgegenstand. Da ist Musik im Thema, kann man, denke ich, so sagen. Deswegen möchten wir gleich einmal auch in die Diskussionsrunde. Seid ihr ja direkt schon eingestiegen, das ist sehr gut. Vielleicht können wir den Ofen ein bisschen befeuern oder sogar auch etwas abkühlen. Wir sind ja nicht noch nur mehr zum Streiten hier, sondern wir möchten einfach einen wirklich ganzheitlichen Einblick einmal in die Thematik geben. Und wir sehen, es gibt verschiedene Perspektiven, verschiedene Ansätze. Und wir haben es gerade einmal schon gehört, es gibt irgendwie wohl eine Nachfrage auf jeden Fall nach einfach zu beschaffendem Cannabis, natürlich dann auch in entsprechender Qualität. So, ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie den Hintergrund der Canoco wieder anschalten können. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Und da wäre einmal die Frage, Gero, du hast es gerade im Vortrag bei dir einmal erwähnt. So, jetzt machen wir das noch auf Vollbild. Dass es schon illegale Lieferdienste wohl auch gibt, die sich so ein bisschen stärker etabliert haben seit dem Kange, die es davor auch gab. Das Cannabis, das Selbsthilfenetzwerk Cannabis als Medizin beschreibt sich als Selbsthilfenetzwerk. Hilfe zur Selbsthilfe ist euer Slogan, soweit ich informiert bin. Ist das ein Thema auch bei euch, was jetzt seit dem Kange stärker wird in Anfragen, wo Leute fragen, hey, ist das denn eine Möglichkeit für mich, vielleicht medizinisch einen Nutzen zu haben, ohne Aufwand über die Stigmatisierung in klassischen Arztpraxen mitzunehmen? Was ist dein Eindruck dazu? Es sollte nicht so sein. Es sollte natürlich nicht so sein. Der Gesetzgeber hat ja eigentlich auch eine starke Trennung vorgesehen. Aber machen wir uns nichts vor. Wir sollten auch keine Scheuklappen anlegen. Was auf gesetzlicher Ebene und vielleicht auch von Playern versucht werden sollte zu trennen, das ist natürlich ganz unten auf sozusagen der Gamer-Ebene, die nicht die Spielregeln bestimmen
und die sozusagen auch bis jetzt nicht den riesen Geldberg in Monopoly vor sich haben und irgendwelchen Einfluss auf den Spielverlauf nehmen können. Ja, an denen sollte man das sozusagen nicht auslassen. Deswegen, ja, wir haben viele Diskussionen über Anbauvereinigungen, über Cannabis-Social-Clubs. Viele Patienten in unserem Netzwerk gründen selbst oder sind irgendwo, haben sich einen Verein in Gründung gesucht. Ganz einfach, wir haben Patienten von jung bis alt, aber auch viele Ältere. Und gerade die Älteren, hey, wenn du 15 Jahre aus Arztpraxen geschmissen wirst, irgendwann hast du auch keine Lust mehr. Also ich wurde auch ein paar Mal gefragt, ob ich eine Urinprobe abgebe, ob sie einen Drogentest machen dürfen und so weiter. Wenn du von Ärzten sogar gesagt bekommst, nee, ihre dicke Akte, die gucke ich mir erst gar nicht an. Ja, und wenn du dann vielleicht auch noch lange Haare hast oder so, ja, zum Beispiel vielleicht nicht aussiehst wie Willi Huber aus der Bank, dann bekommen wir schon geschildert, gerade jetzt auch wieder von älteren Jüngeren, die dann noch fragen. Viele Ältere fragen gar nicht mehr. Wenn du keinen Führerschein hast, weil du nie gemacht hast, weil du in der Stadt wohnst, wenn du kein Auto brauchst, wenn du beruflich nicht darauf angewiesen bist, weil du zum Beispiel nicht in der Schule arbeitest oder so, wo es dir vielleicht auch hätte Probleme bereiten können, dann musst du vielleicht gar nicht in das medizinische System. Dann machst du so weiter wie bisher mit deiner Selbsttherapie. Ist natürlich ein Problem jetzt zum Beispiel, wenn Leute Cannabis-Naive eine Behandlung suchen würden, dann wäre die Säule 1 vielleicht jetzt nicht so ganz das Wahre. Vor allem, es darf ja eigentlich keine medizinische Beratung stattfinden, sozusagen Konsumberatung für niedrigschwellig dosierte Patienten beziehungsweise niedrig dosierte. Deswegen... Gleich ein gutes Stichwort dazu, nämlich du hast ja schon beschrieben, es kann ein richtiger Marathon sein, den man bei Ärztinnen, bei Diagnosen hinlegt, bis man denn tatsächlich ja eine Kostenübernahme auch bekommen kann. Bei euch auf der Website hingegen steht, in 5 Minuten Cannabis-Patient werden. Kann denn jetzt jeder bei euch, kriegt der ein Rezept einfach oder wird man da auch noch irgendwie virtuell im Zweifel rausgeschmissen, muss Unterlagen einreichen oder... Nee, also gerne mal sonst durchspielen. Wir haben sehr dazugelernt von Patienten, auch Ärztekammern teilweise. Das heißt, wir nutzen das auch algorithmisch. Das heißt, wir können relativ gut vorhersagen eigentlich, hat jemand eine Indikation für eine Cannabis-Behandlung und einen Mangel an Kontraindikationen. Das ist ja zum Glück überschaubar, welche es gibt. Man muss es, glaube ich, wirklich so einfach machen, weil das, was Gero sagt, ich bin froh, dass es bisher sich die Presse nicht drauf gestürzt hat, aber ich glaube, gerade diese Vermischung wird für die Presse wieder ein gefundenes Fressen sein und wird das Patientengut dann nochmal kritisieren, weil dann heißt es, Patienten, die auch selber anbauen, also ich sage nur aus der Pressesicht, meine Perspektive ist sehr simpel, jemand, der ein Rezept hat, ist Patient, Ende der Diskussion, weil alles andere hätten wir zum Beispiel bei Schmerzmitteln auch nicht, ja? Also bei Ibuprofen oder anderen auch nicht. So. Und deswegen muss es, glaube ich, auch in der Ansprache niederschwellig sein, weil ehrlich gesagt, was nicht funktioniert hat in der Vergangenheit, ist genau der klassische medizinische Weg. Ich gehe zu meinem Arzt um die Ecke, vielleicht auch im Kittel noch irgendwie Autoritätspersonen hinter dem Schreibtisch. Denn alleine jetzt auf diesem Panel, wir haben keine Teilnehmer von niedergelassenen Ärzten, die haben alle abgesagt. Es ist, glaube ich, schon bezeichnend für die Situation. Ich glaube, es ist keine Kritik unbedingt, aber es zeigt, für die Ärzte ist das auch ein schwieriges Thema und da muss es andere Lösungen geben. Und weil das Wissen, dass es das gibt, einfach so gering ist und so limitiert ist, braucht es eine direkte Ansprache und es braucht auch mediale Aufmerksamkeit. Und nicht, weil es jetzt immer so eine super Konversion ist, in dann wird man Patient, sondern allein darüber zu reden. Also was wir extrem häufig haben, ist zum Beispiel, dass sich eben der junge Enkel informiert für den Großvater. Und diesen Weg gibt es nur so und da muss man auch über Personen des öffentlichen Interesses gehen. Da muss ich aber mal ganz kurz einwerfen. Wenn Leute im Hoodie, sehr jugend-subkulturellen Style bei TikTok sagen, dass es günstigen Brokkoli gibt bei Algea Care, nur als ein Beispiel, ist das dann wirklich noch annähernd medizinische Kommunikation sozusagen? Hat das wirklich noch was mit der Rolle auch zu tun, die vielleicht eine spezialisierte Privatpraxis sozusagen aufbringen sollte? Oder ist es einfach pure Produktwerbung? Du hast eben gesagt, ganz klein Moment, das muss ich sagen, es hat sich kein niedergelassener Arzt hier sozusagen bereit erklärt. Die haben so abgesagt. Ja, oder also. Abgesagt auch. Aber okay, man muss dazu auch sagen, es ist auch schwierig mit euch.
Ich habe auch überlegt, ob ich hier hingehen soll, weil ich habe ehrlich gesagt gar kein Geld für ein Gerichtsverfahren sozusagen. Ja? Also ihr seid auch sehr klagewillig, aber bei euch geht es ja auch um Geld. Bei den niedergelassenen Ärzten im GKV-Bereich, ganz ehrlich, bei denen geht es nicht ums Geld bei Cannabis-Patienten. Bei denen, das ist eigentlich eine Leistung, die bringt denen nichts. Und ja, das ist das Problem. Die Polizei ruft an. Alles gut, alles gut. Und das ist das Problem. Ja, und deswegen frage ich mich, ob du wirklich diese Vergleiche so in dieser Art bringen kannst. Denn bei dir geht es sozusagen um Geld. Du bist ja gerade noch nicht mehr, du hast ja auch keine niedergelassene Privatpraxis. Also wenn es um Geld gehen würde, kann ich dir sagen, da gäbe es deutlich einfache Wege, glaube ich. Und wir haben uns wirklich ein sehr dickes Brett ausgesucht. Also damals hat jeder gesagt, das geht nicht. Es kann nicht funktionieren, Telemedizin für Cannabis. Das heißt, da war schon der Widerstand extrem groß. Dann kamen auch noch verschiedene andere Widerstände, aber am Ende, was uns ja auch, also man sich mal, kann es gerne mal vorbeischauen, aber was, glaube ich, ein Team motiviert, ist eben doch täglich zu hören, dass Menschen sagen, danke, dass es gibt, danke, dass es euch gibt. So. Und das motiviert, also wirklich, wenn es um Geld primär gehen würde, klar müssen wir Gehälter bezahlen, ja, haben auch wirklich viele Mitarbeiter, aber wenn es darum gehen würde, da gäbe es viel einfachere Wege, das kann ich dir ganz klar sagen. Und vor allem auch, du bist ja in einer speziellen Situation, wo du wirklich Kontakt mit Patienten hast. Das hat ja ein großer Teil dieser Industrie gar nicht. Die können sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wirklich in der Patientenbetreuung tätig zu sein. Das ist eine Riesenaufgabe. Also ich habe viele Jahre lang wirklich auch gar keine Wochenenden gehabt. Und die Erwartungshaltung der Menschen war, ich rufe am Feiertag um 4 Uhr morgens an und es geht jemand dran. So ist die Erwartungshaltung. Und das heißt, da gäbe es, glaube ich, das ist schon mal sehr schön, dass wir jetzt die Energie hier schon haben in genau dem Aspekt. Denn das wird gleich unsere zweite Session hier auf der Bühne. Ich kann gerne alle einladen, einfach danach auch noch da zu bleiben. Nämlich geht es um genau die Imagefrage. Quo vadis Seriosität? Kann ich gleich einmal anteasern, wird der nachfolgende Vortrag von Micha Greif sein. Da wird es auch genau darum gehen, zum Beispiel Dumpingpreisrezepte, sind das welche? Gibt es sowas auf dem Markt? Hat das Auswirkungen auf Medizin im Bereich Cannabis etc.? Das werden wir gleich also im Anschluss vielleicht einmal anhängen. Deswegen möchte ich jetzt gerne einmal in die Publikumsdiskussion vielleicht gehen, denn es gibt ja Fragen aus dem Publikum. Wir haben hier gleich mal 3 Meldungen schon mal aus den ersten Reihen. Dann gebe ich einmal das Mikrofon weiter. Und dann, bitte jeweils einmal kurz vielleicht auch euch gerne vorstellen und dann, an wen vielleicht die Frage geht. Gerne können natürlich immer beide antworten, aber aus Zeitgründen wollen wir natürlich möglichst viele Fragen unterbringen. Insofern gerne auch jeweils kurz halten. Dann darf ich einmal gleich das Mikrofon übergeben. Vielen Dank. Patrick Wieter mein Name. Ich bin selber auch Cannabis-Patient. Wir kennen uns ja schon, haben auch auf der Mary Jane über das Thema so ein bisschen gesprochen. Darf ich auch du sagen? Natürlich. Oh, super, danke. Ich freue mich, ganz kurz nochmal, Fab, ich freue mich, dass ihr beide hier seid, weil ich sitze nur aus dem Grund hier, dass diese 1-Euro-Rezeptaktion praktisch auch lief, weil ich war dem genauso kontrovers gegenüber, bis ich mit ihm darüber gesprochen habe, ein bisschen intensiver. Und jetzt stehe ich auf keiner Seite, weil, wie du gesagt hast, es ist Fluch und Segen. Und ich habe, was diese Marketinggeschichte, ich fange vielleicht einfach mal damit an, es ist nämlich jetzt ganz aktuell. Man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, von welcher Apotheke das ist. Darf ich euch das mal geben? Guckt euch mal bitte die Verpackung an. Kennt ihr die schon? Das sind Verpackungen aus einer Apotheke. Und da ist jetzt meine erste Frage. Haltet ihr eine solche Verpackung im Medizinalcannabismarkt für sinnvoll oder richtig? Ja, da fehlt die Kindersicherung, würde ich sagen. Nee, mir geht es mehr um die Bildchen, die da also, nein. Vergleich das mit, es wird ja gerne gesagt, Cannabis ist das neue Ibuprofen. Das ist es nicht. Wenn Ibuprofen hat eine Zulassung. Da sind auch keine bunten Bildchen drauf. Das ist nicht die, sag ich mal, gängige fachliche Darstellung und auch Kommunikation an den Kunden. Nö, es ist eigentlich überhaupt nicht zulässig. Okay. Wenn ich noch eine Frage stellen darf, dann würde ich jetzt nochmal erstmal an dich gerne, Gero, richten. Und zwar, da geht es nochmal um das Gesetz selbst. Wie bewertest du die bisherigen regulatorischen Änderungen des Medizinalcannabisgesetzes hinsichtlich der sozialen Ungerechtigkeit, die du auch vorhin schon erwähnt hast, im Zugang zum medizinischen Cannabis? Glaubst du, dass die aktuellen Maßnahmen auch ausreichen, um für diese ganzen Versorgungslücken zu schließen? Oder was haben wir da noch vor uns? Ja, also das CanG mit dem MedCanG, das wurde jetzt nicht verabschiedet, um die Patientenversorgung zu verbessern, sozusagen. Das ist da so gesehen gar nicht enthalten. Abgesehen von den Rezepten zum Beispiel, dass das wirklich eine starke Vereinfachung ist, dass es kein BTM-Bereich mehr ist. Ich würde sagen, das war es auch schon. Das bringt eine Vereinfachung vielleicht auch für viele
Patienten, die sich bis jetzt gar nicht getraut haben, überhaupt mit der Frage rauszukommen, weil es ja sowieso was Verbotenes ist. Es könnte sein, dass es einen langfristigen Effekt hat, was den Abbau von Stigmatisierung angeht, etc. Das werden wir aber erst in 10 bis 30 Jahren irgendwie langsam spüren, wenn die Prohibition und so weiter raus aus den Köpfen ist. Die Verbesserung für uns Patienten, die werden, wenn dann zum Beispiel beim gemeinsamen Bundesausschuss entschieden. Und das ist auch ein Faktor, weshalb ich auch so über dieses Thema, diese Debatte, die durch unseriöse Darstellung meiner Meinung nach extrem befeuert wird, so darüber spreche. Wir haben gerade noch ein laufendes GBA-Verfahren. Das wurde letztes Jahr im November, glaube ich, angestoßen, Oktober, ich glaube, ich habe am 1. November oder so eine Stellungnahme abgeschickt, ja, und seitdem sind wir am Warten. Eigentlich sollte die Entscheidung schon im zweiten Quartal kommen, aber es kam keine. Ja, und das wird spannend, da aber auch beim GBA nicht unbedingt nur Fans von Cannabismedizin und vor allem nicht von Blüten sitzen, besteht schon die Befürchtung, dass Debatten, wie wir sie aktuell erleben oder vor allem auch die Darstellung, die man wirklich an vielen Orten sieht. Also ich kenne Leute, die haben gar nichts mit Cannabis zu tun. Die bekommen Medizinalcannabis von irgendwelchen Big Brother Darstellern, ehemaligen, in die Timeline gespielt sozusagen, in irgendeinem sozialen Netzwerk. Ja, also solche Art von Werbung, die bedroht uns und die bedroht auch den Prozess beim GBA. Nein, das MedCanG bringt sozusagen erstmal keine großartigen Verbesserungen, außer also für das, die Kette. Das sehe ich anders. Ich glaube, also vor allem nicht, dass Marketing der hauptentscheidende Faktor für den GBA ist, sondern es ist halt immer noch ein Randgruppenthema. Das Thema ist im Verhältnis zum Beispiel zur Pharmaindustrie, wo ja der GBA auch entscheidet, wirklich komplett am Rand und auch für viele einfach nicht interessant. Und ich glaube nämlich andersrum, vieles wäre anders in Deutschland und besser für Patienten, wenn es halt wirklich Millionen Menschen betreffen würde und nicht so ein Randgruppenthema wäre. Und für mich ist der Indikator tatsächlich, wenn zum ersten Mal im Tatort jemand medizinisches Cannabis einnimmt und es wird gar nicht groß darüber gesprochen. Es ist wie, als hätte jemand ein Schmerzmittel so eingenommen. Das ist für mich so der gesellschaftliche Check, ob wieder angekommen sind, weil wenn das Thema, das haben wir ja gestern Abend auch gehört, wenn das Thema groß von den Politikern, wenn das Thema wirklich groß ist und Millionen Menschen betrifft, dann hat es auf einmal auch eine andere Relevanz für die Politik und auch die Entscheider dahinter. Und ich glaube, das würde mehr helfen, mal unabhängig vom medizinischen Nutzen, der auch da ist, und das sind, glaube ich, sogar Gruppenherrenzahlen, dass wirklich Millionen Menschen, und wenn wir es mal hochrechnen, auf Volkskrankheiten, eigentlich Cannabispatienten sein sollten, weil sie eine bessere Therapie hätten mit weniger Nebenwirkungen. Okay, um alle nochmal vielleicht auf den gleichen Stand zu bringen, der GBA ist der gemeinsame Bundesausschuss, wenn ich mich richtig erinnere, der ist dafür zuständig zu entscheiden, ob Krankenkassen Cannabis-Therapie übernehmen. Ja, richtig, okay. Dann darf das Mikrofon gerne einmal die Reihe nach hinten vielleicht wechseln, falls dass wir zeitlich wir wirklich alle unterkriegen. Ja. Ich habe jetzt wirklich eine Frage, die passt jetzt aber super gut zu dem, was dann, ich gerade beendet habe. Dann würde ich schnell, jetzt gerne noch machen. Immer so kurz machen. Weil es geht um diese ganze Aufklärungsgeschichte und auch um die Forschung und Sekunde. Da ist es so, angesichts der Bedeutung klinischer Forschung für die Akzeptanz von medizinischem Cannabis, welche Hindernisse seht ihr derzeit bei der Förderung von Forschungsprojekten in diesem Bereich und wie können diese überwunden werden? Ich habe das tatsächlich selber auch so ein bisschen miterlebt, als ich auf der Recherche für meine Bachelorarbeit war, auch wenn das einen wirtschaftlichen Hintergrund hatte in Bezug zu Cannabis, aber da war mir schon klar, okay, es muss erstmal legalisiert werden, aber was müssen wir tun, damit das Ganze auch nach vorne geht in dem Bereich? Ich kann so ein bisschen den, also BTMG war ein Riesenproblem. Wir haben Forschungsprojekte durchgesprochen. Da ging es dann darum, ob der Patient auf dem Parkplatz noch unter Cannabis-Einfluss stürzt und so weiter. Es hat sich also deutlich vereinfacht. Es müsste eine Initiative geben. Also wahrscheinlich wäre vom Bund gefördert schon sinnvoll. Es ist jetzt sicherlich einfacher im Handling, diese Studien durchzuführen für Universitäten. Aber auch da wieder, da ist es ein Randgruppenthema, muss man klar sagen. Also ich glaube, wenn es eine anerkanntere Therapieform wäre, für viele zum Beispiel auch entzündliche Erkrankungen, dann wäre auch das Interesse von Universitäten, mehr Forschung zu machen, größer. Und was ja auch anders ist, man hat halt hier keinen Pharmakonzern im Hintergrund, der sagt, wir packen jetzt hier mal ein Riesenbudget drauf und machen eine Studie dazu. Das ist eigentlich der Fluch und Segen von medizinischem Cannabis, dass es also quasi verfügbar ist, aber nicht diesen Support hat und, wenn man auf Ärztekongresse geht, auch da den Support nicht hat. Also ich habe mir auf Schmerzkongressen anhören müssen, dass medizinisches Cannabis keine Rolle spielt in der Schmerztherapie, was einfach nochmal ein Schlag ins Gesicht der Patienten ist. Und das liegt nicht an dem Marketing, sondern es liegt an der Überzeugung der Ärzte, dass sie einfach sagen,
mir reicht die Evidenz nicht oder was ich eher mein Eindruck ist, häufig am Bauchgefühl, das ist keine richtige Medizin, weil sie eben doch nicht in Kapselpillenform aus jeder Apotheke an der Ecke kommt. Jetzt eine kurze Frage, Entschuldigung Clemens, wenn du zu so einem Kongress gehst, hast du dann zum Beispiel auch das Shirt mit Cannabis-Doc und so manchmal weiter? Manchmal so, aber es ist auch ein guter Gesprächsöffner. Ja, aber ich glaube, das ist eben vielleicht auch so ein kleiner Unterschied dann vielleicht zwischen dir und den Ärzten, die da sind. Höchstwahrscheinlich. Wie würdest du es denn wünschen? Also was wäre denn etwas, was funktioniert? Weil mein Eindruck ist, in der Vergangenheit hat das Thema, wurde es selber zu sehr stigmatisiert und wurde eben immer wieder gesagt, nur ganz spezielle Ärzte, ganz spezielle Patienten, wenn alles auch nicht funktioniert hat, das hat auch nicht funktioniert. Man muss es, glaube ich, öffnen. Vielleicht ganz erst kurz der zur Stigmatisierung, glaube ich, kann nämlich unser nächster Fragesteller auch ein Lied von singen. Ja. Er beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren auch für PatientInnen. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen und deine Frage stellen? Ja, hallo zusammen, ich bin Max Blenert, ich bin zusammen mit Gero, ja, Sprecher des SCMs, ja, ist auch seit vielen, vielen, ja, seit über 20 Jahren mit Cannabis- und Drogenpolitik beschäftigt. Ich muss selbst in meinem Kopf jetzt auch noch überhaupt mal verstehen, ne, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Das ist kein Betäubungsmittel mehr und selbst wenn man sonst sein Rezept dabei hatte, selbst ich als Patient fühle mich auch selbst in Berlin ein bisschen entspannter, weil man hat jetzt einfach mal seine Legalzone. Die Frage ist, also ich im Prinzip zwei Phänomene, die ich nochmal aufgreifen wollte. Das eine wäre tatsächlich diese Betäubungsmittelfrage, weil ich glaube, das fände ich in der Kommunikation bezüglich Ärzten nochmal sehr wichtig, wirklich zu sagen, liebe Leute, es ist kein Betäubungsmittel mehr, es ist jetzt zur Verschreibung, so einfach wie verschreibungsfähig wie, ne, die blauen Pillen, ne, wenn es um Potenzmittel geht beispielsweise, was ja auch eine Leistung ist, die nicht die KKV übernimmt, trotzdem ein großer Markt besteht, wo man einfach sagen muss, ne, oder wie eine Ibuprofen 600, auf dem Level ist es jetzt. Ne, einfach mal, um den Ärzten das klar zu machen, dass auch dieser Spezialstatus einfach weggefallen ist. Und es genauso einfach ist, wie all die anderen Rezepte, die sie so ausstellen, damit man, ne, und tatsächlich gerade, wenn man den Beipackzettel da mal vergleicht, gerade von der Ibuprofen 600, mit dem, was wir über Cannabis wissen, ja, ne, also ich finde, das sollte man den Ärzten einfach nochmal, da kommen sie, glaube ich, nicht drum herum, weil sonst war früher Betäubungsmittelrezept, das war auch noch eine gute Ausrede und, ne, aber dann doch, also was ist denn eure Position? Weil wenn wir öffentlich sagen, das ist auf einer Ebene wie Ibuprofen 600, dann wird es aber auch kritisiert. Also was ist die... Ich hätte das jetzt Message auch nicht ganz so gesagt wie, ja, Max, weil bei einer Ibuprofen 600 liegt ein Waschzettel dabei. Und der fehlt leider bei, also jede neue Blütensorte ist sozusagen eine neue, nicht zugelassenes Medikament, was per Sonderzulassung, könnten wir sagen. Ja, wobei wir vielleicht auch mal ein bisschen einfach aus diesem, wie gesagt, ich merke ja selbst durch diesen Prozess, dass es ist kein Betäubungsmittel mehr. Wir haben eine Risikoneubewertung, das heißt auch vielleicht manche viele Vorsicht, die wir in der Vergangenheit auch hatten, können wir langsam auch mal fallen lassen, weil sonst stigmatisieren wir da auch wieder selbst, weil es einfach nicht mehr diesen Status hat. Wir haben jetzt diese Neubewertung und wie gesagt, das würde ich gerade Richtung Ärzte kommunizieren. Und vielleicht der zweite Punkt, ne, wo ich mir tatsächlich auch Angst und Bange wird, und das sieht man ja jetzt schon. Ich meine, ich bin ja auch, ne, durchaus auch ein Kritiker, Skeptiker, was die Telemedizin angeht. Ich sehe auch durchaus die Vorteile und ich werde, glaube ich, werden wir in relativ kurzer Zeit uns froh sein um jeden Telemediziner, der überhaupt noch in Deutschland sitzt, der hier irgendwie ansässig ist, den wir vielleicht mal gesehen haben. Im Vergleich zu diversen E-Rezepten, die aus Kroatien gerade eintrudeln. Oder wenn man sich, ne, sonst anschaut, klicke jeder mal durch, wie das ist, wenn es um Viagra und Co. geht. Was für ein Level da ist, da tust du auch fünf Fragebogen, du wählst dein Produkt aus, dann guckt irgendein Arzt irgendwo im EU-Ausland da drauf und segnet die Sache ab. Also das ist doch, was uns demnächst blühen wird, dass wir da, wie gesagt, wirklich eine Maschinerie laufen haben, wo halt zweifelsfrei nur die Kompetenz ist, ich kann ein Rezept ausstellen. Ja, auf jeden Fall. Und was du eben beschrieben hast, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen sozusagen technischen Fragen. Ja, ja, es ist jetzt sozusagen einfacher geworden zu verschreiben. Kein BTM-Rezept mehr. Alles technische Sachen, aber macht das mal dem Hirn im Kopf des Arztes klar. Ja, also da sitzt die Prohibition noch drin. Der hat noch Angst. Der wird vielleicht einer von Kollegen stigmatisiert, auf den Schmerzkongressen etc. Da war gerade eine Frage, glaube ich. Also warum nur die Ärzte darüber informieren? Das ist ja wieder eine Stigmatisierung von Patienten. Warum nicht auch den Patienten sagen, ihr wisst das vielleicht noch nicht, es ist auf dieser Ebene. Guter Marketing. Wir sind für Transparenz. Das ist ein guter Marketing-Tipp. Da mag ich irgendwie doch nochmal eingreifen. Wir haben leider wenig Informationen bei den Ärzten. Wenn es Ärzte gerade im GKV-Bereich gibt, die Patienten dabei unterstützen, Kostenübernahme und so weiter, dann sind das meistens Ärzte, die ihren Patienten vertrauen. Cannabis ist noch eine Nachfragemedizin. Du wirst eigentlich keinen Arzt im GKV-Bereich finden, der gerade noch einem jüngeren Patienten von sich aus sagt, wollen wir es mal mit Cannabis probieren.
Für gewöhnlich müssen das die Patienten fragen. Und das entscheidet, das ist nicht nur der Prozess überhaupt des, sag ich mal, Anklopfens. Was kommt denn aufs Rezept drauf? Ich kenne ganz wenige Patienten, bei denen die Ärzte sozusagen das von sich aus wirklich entscheiden. Es ist abhängig davon, was den Patienten geholfen hat. Und das ist sehr gut. Ich sehe darin sozusagen auch nicht, auch kein Fehler der Ärzte. So funktioniert es. Wir haben den Erfahrungshintergrund und bei uns muss es wirken. Aber ist es auch ein wirtschaftlicher Kniff. Wenn ihr viel kommuniziert, wenn ihr Strain Reviews auf eure Seite stellt und ihr habt Strain Reviews, ja tatsächlich, das ist nicht so gut eigentlich. Also da sind Sortenbeschreibungen, wie sie wirken. Meistens im Konjunktiv gehalten. Das ist auch gut, wegen dem HWG. Aber ich sag's mal so, auch wenn ich da ein könnte und so lese. Wo sollen die Informationen herkommen? Weil also was, glaube ich, nicht funktioniert, ich bin immer pro Transparenz. Was nicht funktioniert, ist geschlossene Gruppen, wo man auch nicht weiß, wo kommt das her, sondern halt wirklich zentral. Nein, es ist aber eine klare Beeinflussung des Patienten. Das ist eine klare Beeinflussung des Patienten und das ist mit eine Ursache, warum wir diese Diskussion haben. Aber wir, Max und ich, wir sind selbst Gratwanderer. Wir können diese Pseudopatientendebatte nicht leiden. Wir sprechen uns für niedrigschwelligen Eintritt ein in das medizinische System. Ansonsten Niederschwelligkeit ist ja durchaus auch, dass jeder ohne irgendwie Zutritt erstmal zum SCM zum Beispiel zu haben oder zu Fachgruppen zu haben, selber einfach durch eine Internetsuche darauf finden kann. Ja, und man darf nicht unterschätzen, oder? Also alleine jetzt in der SCM. Also das Vorwissen, die Erfahrung, aber auch, ich glaube, auch das Selbstbewusstsein, was ihr als Patienten habt, ist ein anderes als der Durchschnitt in der Bevölkerung. Wir haben bis heute, glaube ich, bei Terminen vor Ort messen wir einen Puls. Die Leute haben einen Puls von 190, einfach nur, weil sie vorm Arzt sitzen, erstens, und zweitens über das Thema medizinisches Cannabis sprechen. Okay. Und diese Hürde muss man, glaube ich, wirklich senken, weil die Leute sonst einfach Angst davor haben und sich nicht damit öffnen, was dann wiederum schadet, weil wir dann zu wenig Cannabis-Patienten in Deutschland haben. Bei Termin vor Ort, aber der Arzt aus Kroatien nicht. Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Ja, aber ist ja besser. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du hattest eben auch mal von Kontraindikationen und so gesprochen, dass das geprüft werden muss. Das ist wirklich ein Beispiel über euch. Ein guter Freund, es ist dokumentiert. Er hat eine Diagnose von 2009 oder 2012 hochgeladen. Sie ist sehr alt. Er hat auch den Vorgang bei euch auf der Seite dann abgebrochen. Er dachte, nee, das mit Arztgespräch und so, das wird ja alles viel zu teuer. Er hat noch ein, zwei Nachrichten bekommen, dass es gar kein Arztgespräch benötigt. Er hat ein Dokument hochgeladen, das ist eine 12 Jahre alte Diagnose. Und ich glaube nicht, dass da zum Beispiel die Prüfung auf mögliche Kontraindikationen wirklich verantwortungsbewusst durchgeführt wurde. Nur mal jetzt ein Beispiel. Wird sie auf jeden Fall. Und auch der Arzt in Kroatien zum Beispiel, der das Rezept unterschreibt, ich weiß es nicht. Mir ist das ein bisschen zu sehr servicebasiert. Es ist eine Dienstleistung. Und aber das heißt Dienstleistung, ja niedrigschwellig. Also das ist das Problem. Es ist ein Abwägen zwischen niedrigschwellig und auch also wirklich auch stigmafrei und nicht in einer stressigen Situation, wo ich vor Ort, also wie gesagt, der Puls ist immer bei 190 bei den Leuten, wir haben das wirklich, wir waren selber überrascht. Ja, in 10 Jahren können wir schon mal Herzprobleme. Man hat ja die freie Wahl. Uns geht es darum, Optionen anzubieten, sodass ich selber wählen kann. Will ich vor Ort mit einem Arzt in Ruhe alles besprechen? Will ich per Videosprechstunde mit Arzt, Ärztin besprechen? Oder kenne ich mich, wie du ja selber auch sagst, als Patient so gut, kann meine Diagnosen, meine Vorerkrankungen, aber auch Kontraindikationen einschätzen und auch so angeben, deswegen werden sie auch gefragt. Und will diesen niederschwelligen Zugang. Aber es geht um Angebote schaffen und nicht alles so einen Pfad. Was ich jetzt schon so ein bisschen raushöre, also dieses eigentlich althergebrachte Hierarchienverhältnis, eigentlich irgendwie der Arzt ist informiert und kann dem Patienten dann eine Therapie anbieten, ist teilweise vielleicht beim Thema Cannabis auch mal umgekehrt, dass eigentlich die PatientInnen die ÄrztInnen informieren und irgendwie die Frage ist, wer muss hier eigentlich wem vertrauen. Das ist, denke ich, ein sehr spannender Impuls, den wir gerne natürlich auch nachher in der Pause noch weiter diskutieren können. Beziehungsweise hier gab es nämlich gerade noch einen Einwand, die Frage, wer bezieht er sich direkt auf die Thematik, sonst hätten wir nämlich davor noch eine andere Frage. Okay, dann genau, geht das Saalmikrofon einmal hinter. Danke sehr. Mein Name ist Michael Greif, ich bin Aktivist und Lobbyist und habe zwei Fragen an Julian Wichmann. Und zwar geht es darum, also wir haben ja beim Medizinalcannabis grundsätzlich das Problem, vor allem in der Vergangenheit gehabt, aber ich glaube, es besteht immer noch ein bisschen Thema Glaubwürdigkeit, Thema Sorge vor allem der Krankenkassen, dass Spaßkonsumenten auf Rezept kiffen wollen, auf Kassenkosten. Und deswegen halten die Krankenkassen ja auch so sehr am Genehmigungsvorbehalt fest. Ich denke, wir alle hier im Raum wollen, dass der Genehmigungsvorbehalt wegfällt, dass die Verordnung einfacher wird für alle Ärztinnen und Ärzte auf Privatrezept wie für auf Kassenkosten. Und da ist diese Glaubwürdigkeitsfrage natürlich sehr wichtig. Und jetzt ist es zum Glück
deutlich einfacher geworden, Cannabis auf Rezept zu erhalten. Und gerade im telemedizinischen Bereich ist es ja besonders einfach geworden. Und da ist ja so eine, ja, ich nenne es mal Werbesituation da, dass wir Internetseiten haben, wo wir die Blüten sehen, die Blüten dargestellt werden. Teilweise findet man Informationen auch zu Geschmack und Geruch. Es gibt Influencer, die relativ werbend unterwegs sind in dem Bereich. Und das sind natürlich Effekte, die hat man bei anderen Arzneimitteln nicht. Ne? Es gibt keine, mir ist jetzt nicht bekannt, dass es jetzt von Paracetamol oder Ibuprofen besonders bunte Tabletten mit besonders tollem Geschmack oder Geruch gibt und die dann gehypt werden, sage ich mal. Und insofern wird mittlerweile auch von manchen die Sorge ausgesprochen, dass sich Cannabis zum Teil auch zum Lifestyle-Arzneimittel entwickeln könnte. Und die Frage ist, dort siehst du diese Sorge auch oder diese Befürchtung oder inwieweit denkst du, könnte das zu weiteren Sorgen oder Überzeugungsschwierigkeiten gerade bei Krankenkassen oder Skeptikern führen? Also lass mir jetzt die erste machen, weil die ist ein bisschen länger. Also dementsprechend ja auch selber viel im Dialog mit Krankenkassen von Vorstandsebenen, irgendwelchen Marketingteams und so weiter gewesen, um da erstmal zu verstehen, wie denn die Sicht der Krankenkassen ist. Und die Sicht der Krankenkassen hat sich meiner Meinung nach seit 2017 nicht geändert. Es ist ein Medikament für ganz, ganz, ganz seltene Fälle und wir haben eine Riesenangst vor einer Kostenexplosion. Und sie ist jetzt nicht getrieben von einem medialen Blick, sondern ist getrieben primär von einem Kostenfaktor. Insofern ist es eigentlich erstmal, glaube ich, gut, dass es viel mehr Cannabis-Patienten gibt, weil das macht es auch normaler. Weil wenn es, wie gesagt, ein kleines Thema ist, kann ich es auch eher beiseite drängen und sagen, das betrifft so wenig Menschen. Wir fragen ja zum Beispiel auch ab, bei welcher Krankenkasse Menschen sind, weil wir auf Krankenkassen zugehen wollen an einem späteren Zeitpunkt und sagen wollen, schaut mal, hier sind schon tausende Patienten, vielleicht können wir für die einen einfachen Weg machen, der auch direkt dann über die gesetzliche Krankenkasse läuft. Dazu brauchen wir diese Daten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, andersrum, aus einer Krankenkassensicht ist es häufiger leider schwieriger und das hat mit uns nichts zu tun, wenn es quasi, also wenn auf einmal Ärzte und Patienten auch öffentlich über Kiffen reden und so weiter, deswegen wird man das von mir auch nie hören, sondern ich trenne das immer komplett und sage, medizinisches inhaliert man, verdampft man. Also ich glaube, es hat mit uns weniger zu tun als teilweise, da gebe ich dir recht, gibt ja, glaube ich, bestimmt einzelne Patienten, Influencer etc., die daraus so einen Lifestyle-Faktor gemacht haben, das wird dann eher sichtbar. Aber dennoch, also man muss sich die Krankenkassensicht wirklich anschauen, die machen nur, was das Gesetz sagt und die schauen auf Kosten. Und das ist ja jetzt das eigentlich Gute, wir haben ja eine surreale Situation in Deutschland, dass ich quasi als Selbstzahlerpatient beweisen kann, das wäre eigentlich viel günstiger verfügbar, das Präparat aus der Apotheke, die Krankenkassen, die gesetzlichen, aber noch durch verschiedene Gesetze gebunden sind, einen vollen Preis zu zahlen, der 2-3-fach höher ist, obwohl das jetzt in der Apotheke eigentlich finanziell nicht notwendig wäre. Und ich glaube, das haben wir auch bewiesen, weil das habe ich mir vorher auch dutzendfach angehört. Nein, also wenn Cannabis aus der Apotheke unter 20 € pro Gramm kostet, dann ist es nicht wirtschaftlich für eine Apotheke. Das haben wir, glaube ich, bewiesen, das ist nicht der Fall. Und das hilft eigentlich der Diskussion, weil ich bin absolut dabei. Also es sollte viel einfacher sein mit den Krankenkassen. Aber ich habe irgendwann meine Energie so ein bisschen gespart, weil ich da immer nur gegen Wände gelaufen bin und frage mich andersrum, hat die Herangehensweise von Verbänden, Gruppen, aber auch Ärztekammern etc., gibt es ja auch wilde Veröffentlichungen, was hat die denn gebracht 2017? Wo sind die Verbesserungen für die Patienten? Das ist jetzt aber auch die Ärztekammer und wir zum Beispiel als Patientenverband, ich würde sagen, wir stehen uns gewissermaßen diametral gegenüber. Also Ärztekammern, Landesärztekammern haben sich auch großflächig gegen die Entkriminalisierung ausgesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Die würde ich jetzt nicht unbedingt mit uns vergleichen. Ich sitze hier in meiner Rolle als Patientensprecher zum Beispiel und andere Verbände, ja, die haben auch ihre Rollen und es geht ja auch um ein Marktmilieu, sag ich mal. So, also wie ist der pH-Wert des Bassins, in dem wir uns befinden? Und das sollte ja nicht übersäuert werden, sozusagen. Darum kämpfen die Verbände. Du hast eben mal von Pseudopatienten oder so gesprochen. Das waren andere Verbände zum Beispiel als wir. Aber auch die haben vielleicht unter Umständen Gründe in ihrer Darstellung oder so, warum sie sowas sagen. Ich bin kein Fan davon und ich teile das auch nicht. Aber der Rahmen, über den sie sozusagen gesprochen haben und in dem dieses Wort gefallen ist, der wird natürlich durch die Außendarstellung, die ihr mit betreibt, bestimmt.
Und du könntest jetzt sagen, naja, es generiert mehr Patienten und mit mehr Patienten kommen wir weiter. Aber ich habe es schon die ganze Zeit gesagt, Image. Es geht einfach um Image. Und das Image wird zum Beispiel durch solche bunten Tütchen genauso angegriffen, wie auch durch eine gewisse Darstellung, die einfach nicht der üblichen, ich sag's mal so, medizinischen Rollenhaftigkeit entspricht, wie man sich eben so darstellt. Beispiel Mary Jane, das ist nicht das Setting der Klinik, in der du arbeitest. Da musst du nicht den Kittel tragen. Das ist ein Ort, da laufen junge Leute in Partyklamotten rum sozusagen. Das ist nicht der Ort für einen Laborkittel. Auch nicht mit Aufdruck, denn du bist kein Chefarzt auf der Mary Jane. Mal überlege, da gibt's ein echtes Problem irgendwie. Da hat jemand vielleicht gerade ein Herzkasper oder so irgendwie. Und da läuft noch jemand rum von einem anderen Service. Es waren ja mehrere, weil es gab ja lange in der Uniklinik. Ich kann nur reanimieren. Das könntest du vielleicht noch, aber das könnten die von anderen Services, die da waren, nicht. Und es ist einfach nicht üblich. Ja, die Johanniter, da ist vielleicht ein Arzt, der hat auch seine Berufskleidung an, aber nicht am Messestand sozusagen. Und du bist auch kein Niedergelassen. Ein spannender Aufhänger auf jeden Fall. Ganz kurz eine Sache, aber aus Krankenkassensicht ist zum Beispiel das Thema Eigenanbau eine viel größere Escape zu sagen, ja gut, also wenn Leute auch dann selber anbauen können, dann lassen wir das, dann ziehen wir uns aus der Kostenübernahme raus. Also na, es ist ja ein vollkommen anderer Bereich. Ja, aber der ist aus Krankenkassensicht, der ist viel kritischer zu sehen. Aus Krankenkassensicht, kann ich nur weitergeben. Natürlich zur Krankenkasse können wir ein eigenes Panel füllen. Wir haben auch noch einige Fragen. Ich bitte erstmal, bevor wir die kurze Nachfrage haben, erstmal alle Handzeichen bitte, die jetzt noch in dieser Session eine Frage stellen möchte. Ich sehe, das sind noch drei Personen. Wir haben noch etwa 10 Minuten, fünf bis zehn Minuten. Insofern bitte einmal sehr schnell und gerne an eine Person vielleicht die Frage jeweils richten und dann eine kurze Antwort. Ja, meine zweite Frage an Julian Wichmann betrifft das Thema Kontrollen. Also sprich, wenn telemedizinische Anbieter den Eindruck erwecken, dass sie möglicherweise leichtfertig Cannabis-Rezepte ausgeben, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass beispielsweise Ärztekammern oder andere Institutionen dann zu verstärkten Kontrollen übergehen könnten. Und du hattest eben gesagt, also was, was in anderen Bereichen betrifft. Kontrollen nicht immer zu haben. Klar. Wir sind auch, glaube ich, das strengste kontrollierte Unternehmen fast in Deutschland in dem Bereich, muss ich sagen. Du hast ja eben schon gesagt, es gab beispielsweise im Wettbewerbsrecht, hattet ihr schon Prozesse geführt. Merkt ihr oder eure Ärzte einen Kontrolldruck oder gab es da schon viele Prüfungen? Eher nochmal mehr unter BTMG, weil einfach für viele Behörden Betäubungsmittel einfach eine absolute Red Flag ist für alles. Auch da, ich glaube, Behörden haben sich daran gewöhnt, dass es mehr Cannabis-Patienten in Deutschland gibt, auch in Bayern zum Beispiel, haben wir auch interessante Telefonate geführt, die irgendwann gesagt haben, ja gut, okay, das kennen wir jetzt, hat sich so etabliert. Ich glaube, beim Thema Kontrollen, also es ist halt immer ein Abwägen. Also ich glaube nicht, dass im Bereich medizinisches Cannabis, der ist automatisch in einer besseren Therapie führt, wenn ich immer beim Arzt vor Ort bin und jedes Mal noch im persönlichen Gespräch noch vielleicht auch irgendwie eine Diagnose noch belegen muss, etc. So. Ich glaube, man bevormundet Patienten auch schnell und wir haben ja auch gehört, ich glaube auch in der SCM sind ja auch viele Menschen unterwegs, die wissen, dass sie krank sind, die haben vielleicht auch vor 10 Jahren eine Diagnose gekriegt, aber die sind jetzt nicht jedes Jahr nochmal neu beim Facharzt. Und da zu bevormunden ist man auch der falsche Weg, aber es ist natürlich immer eine Balance. Man kann es, glaube ich, sowohl was das angeht, als auch eine öffentliche Darstellung nicht immer allen recht machen, aber was man durch Öffentlichkeit und auch Fernsehen zum Beispiel schafft, ist zumindest einen Dialog zu starten. Und wie gesagt, ich glaube, es muss halt normal werden, Cannabis-Patient zu sein. Dazu muss es aber auch nicht diesen Aufwand haben, dass ich mich quasi hobbymäßig damit beschäftigen muss. Und da sind wir auch noch nicht. Da müssen wir hin. Und dafür, deswegen mache ich auch so viel oder überschaubar diese Arbeit, weil ich diesen Dialog anstoßen will, weil er eben zum Beispiel indirekt dann einem 80-jährigen Großvater hilft, obwohl man ihn jetzt gar nicht irgendwie direkt angesprochen hat, weil eben zum Beispiel ein 19-jähriger Enkel gesagt hat, das habe ich irgendwie online gesehen oder auf TikTok zum Beispiel, das wäre was für meinen Großvater. Cannabis normal, das ist der Name unserer Konferenz und das ist auch unser Ziel. Vielen Dank. Wir haben noch ein Statement hier vorne, beziehungsweise eine Frage. Schönen guten Tag, mein Name ist Luc Monroy, ich bin Filmemacher und Aktivist. Ich hatte gestern das Vergnügen, in der Charité ein Interview zu führen mit einem Arzt, der sich auf Cannabinoidmedizin spezialisiert hat. Und der war auch auf der Mary Jane, hat auch auf einem Patientenpanel gesessen und hat auch seine Sorge geäußert, dass durch moderne Werbepraktiken dieser Freizeitbereich und der Medizinalbereich in der Außenwirkung vermischt werden und das am Ende des Tages sehr zu lassen derjenigen geht, die schon seit vielen Jahren nicht nur unter den Patientinnen, sondern auch unter den Ärzten sich dafür einsetzen, dass Cannabis, Medizin
an Ansehen gewinnt und das jetzt gerade so ein bisschen ja, auf dem Spiel steht. Deswegen die Frage an dich, Julian, wie können wir dafür sorgen, dass wir, weil wir gerade auch gehört haben, dass das Image so wichtig ist, Stichpunkt Medien, wie können wir dafür sorgen, wie könnt ihr dafür sorgen, dass wir in Zukunft trotz gutes Marketings ernst genommen werden, auf der einen Seite Aufmerksamkeit erregen dafür, dass das ein wichtiges Thema ist und auf der anderen Seite, dass wir zu Recht ernst genommen werden, weil es am Ende wichtig ist für Patienten. Also vielleicht einmal ganz kurz dazwischen. Diese Frage können wir sicher gleich auch im Anschluss natürlich nochmal abseits der Bühne in einzelnen Gesprächen sehr gut ausführlicher erläutern. Vielleicht aus Zeitgründen, damit wir die letzte Frage noch unterkriegen, nur ein ganz kurzes Statement dazu. Gerne. Also wirklich, ich glaube daran, wenn es Millionen Cannabis-Patienten geben würde, wäre das normaler und nicht mehr ein Randgruppenthema. Und ich glaube halt, der bisherige Weg hat nicht funktioniert. Du hast selber gesagt, als mit einer ADHS-Diagnose, glaube ich, hast du zum gesagt, Beispiel, ja, musstest du dich rechtfertigen, trotz des ganzen Vorwissens. Nein, nicht ich. Hast du vorhin gesagt, also du wurdest auch ich kritisch mit Schmerzen, Urin, ich mit Schmerzen, etc. So. Ich mit Schmerzen. Und das heißt, also der Weg, die Hürde so hochzusetzen und zu sagen, das ist für ganz spezielle Fälle ganz schwierig und so weiter, funktioniert nicht, weil er schreckt Menschen ab. Und dann haben wir genau die Situation, wo wir die Chance haben, das in Deutschland zu vermeiden, dass eben nicht Menschen, die eigentlich einen medizinischen Grund haben, Cannabis anzunehmen, dass die in den Freizeitbereich gehen, weil das wird für sie auch vom medizinischen Outcome immer schlechter sein. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine letzte Frage aus dem Publikum. Sehr gerne. Also es ist eher eine Anmerkung. Also ich bin auch ALGH-Patient bzw. Umwell und ich habe das von der Werbung her nicht mitbekommen. Also ich habe keine Werbung verfolgt, sonst was. Ich habe auch gar keinen TikTok und ein Freund von mir hat mir das empfohlen und ja, der Physiotherapeut, bei dem ich bin, hat mir auch schon davon erzählt. Dadurch kam ich erst drauf und bin auch Patient, bin auch froh, dass ich das auch so in Anspruch nehmen kann. Ich denke mal, dass sich diese Mund-zu-Mund-Propaganda zwischen Praxen, Therapeuten ausweitet und das eigentlich ja dieses Jugendimage eher wegdrängt, weil es sind letztendlich nur so ein paar Werbungen. In dieser schnelllebigen Zeit vergisst man das sowieso bald und das, was wo es drauf ankommt, dass es hilft, wird sich bei den Leuten rumsprechen, denke ich schon. Das wird und so das lange funktioniert, dauern. Das ist ja genau das Wichtige. Und das war vorher meiner Meinung nach einfach nicht so möglich. Ich musste mir einen Arzt suchen, dann musste ich mir eine Apotheke suchen, dann mussten die miteinander kommunizieren. Und wenn dann irgendwie ein Problem war, war es automatisch, hat es Wochen gedauert. Das haben wir zum Glück nicht mehr. Aber der Arzt aus Kroatien, der das Rezept verschreibt, inwieweit widmet er sich jetzt wirklich dem Patienten ganzheitlich? Inwieweit geht es nicht nur um eine Verordnung von Cannabis, sondern inwieweit wird sozusagen der Gesundheitszustand des Patienten in Gänze betrachtet? Und also, mir kommt es so vor, als würde dabei die Verschreibung von Cannabis sozusagen schon mehr oder weniger als Dienstleistung als das Ziel im Mittelpunkt stehen. Vielleicht hat der Patient ja auch ein ganz anderes Problem. Ich habe es gerade geschildert, da wird eine 10 Jahre alte Diagnose hochgeladen. Wenn die als verschreibender Grund gewertet wird, ich würde da vielleicht doch nochmal als Arzt nachfragen, ob in der Zwischenzeit noch was aufgelaufen ist. Aber all solche Fragen haben gar nicht stattgefunden. Er hat direkt den Hinweis bekommen, such dir deine Sorte aus. Und das ist ein Beispiel, da hat gar keine ärztliche Arbeit sozusagen stattgefunden, außer dass jemand rechtlich ein Rezept unterschreiben kann. Also ich habe mich daran gewöhnt, dass man es nicht allen recht machen kann. In der Vergangenheit wurde kritisiert, dass Kosten zu hoch sind, aber weil auch einfach der Aufwand dahinter ärztlich, organisatorisch, logistisch extrem kostenintensiv war. Das haben wir uns sehr zu Herzen genommen, aber auch schon früher, bevor es kritisiert wurde, weil wir wussten, dass ist einfach auch, es muss günstiger werden, aber dazu brauchen wir auch ein Gesetz. Jetzt ist es deutlich günstiger möglich. Jetzt wird gesagt, okay, wir müssten viel mehr Aufwand drumherum machen. Ich sehe es anders. Ich bin gegen eine Bevormundung von Patienten. Ich halte viel davon, dass Menschen selber einschätzen können, will ich einen Therapieversuch damit machen und sich darüber auch informieren. Und dann haben sie aber auch verschiedene Optionen, weil nämlich mit mehr Aufwand, also es muss auch irgendwie bezahlt werden, so kann ich anders sagen. Und dann haben wir wieder eine Diskussion, dass es höher ist. Und deswegen gibt es jetzt Optionen. Aber was unterscheidet es dann von der behelfsmäßigen Selbsttherapie, die ein Patient selbst durchführt, vielleicht mit dem Produkt, dass er in einer Anbauvereinigung kommen wird, wenn gar keine ärztliche Therapieunterstützung da ist? Diese Frage können wir gleich sehr gerne natürlich noch in die Diskussion in der Pause nehmen. Wir haben noch eine allerletzte Frage, die mir zugesagt wurde, die lässt sich sehr schnell beantworten. Ich hoffe es. Deswegen ich mache auch schnell. Das ist mir nämlich persönlich sehr wichtig. Es geht um das Führerscheinthema Medizinalcannabis. Aktuell gibt es keine offizielle Regelung oder Bescheinigung, die Patienten, die medizinisches Cannabis konsumieren, rechtliche Sicherheit beim Autofahren bietet. Diese Grauzone führt zu erheblicher Unsicherheit und Angst vor dem Verlust des Führerscheins.
Viele Patienten greifen auf inoffizielle Anleitungen in sozialen Medien zurück, die oft zum Verschweigen oder zur Täuschung anregen. Haltet ihr diese Praxis wirklich für ausreichend, um die Rechte und die Sicherheit der Patienten zu schützen? Oder seht ihr nicht auch die dringende Notwendigkeit für präzisere und offizielle Regelungen, die sowohl den Patienten als auch den Behörden sowie die Polizei klare Richtlinien bieten? Eine kleine Anekdote dann noch dazu vom Deutschen Handverband und von... Geht nicht. Weglassen, aber vielleicht Einsatzantwort. Da geht es ja auch um das Thema am Rande. Gero, dein Satz dazu? Mein Satz dazu, ja okay, das Thema Fahrerlaubnis ist jetzt ein sehr weites Feld. Es finden Änderungen statt. Diese 3,5 Nanogramm sind zum Beispiel schon mal ein bisschen was, wenigstens für niedrig eingestellte Menschen. Ja, vielleicht auch, wenn sie jetzt noch gar kein Rezept haben. Aber natürlich muss da eine Verbesserung stattfinden. Es ist nur leider so, jetzt sind wir wieder hier bei dem Thema, das wir schon die ganze Zeit haben. Inwieweit spielt zum Beispiel vielleicht auch der Führerschein eine Rolle, wenn es um die Marktpositionierung geht, um die Darstellung etc. Ich hatte gerade gestern wieder... Ganz kurz, erstens, mir stößt jedes Mal der Begriff konsumieren auf, den wird man von mir auch nie hören, das würde man ja bei Ibuprofen auch nicht sagen. Deswegen, auch jetzt im Gegensatz, ich trainiere sehr, jemand, der ein Rezept hat, ist Patient und hat diesen Nachweis, das ist ja eigentlich vom Bund auch dahingehend geregelt und auch da wieder, ich glaube, dass, auch wenn es ein kleiner Bruchteil der Patienten ist, die in Probleme beim Thema Führerschein geraten sind, weil es eben so ein seltenes Thema ist und dann lokale Behörden, weil es eben nicht eine ganz klare Ansage gibt, ein bisschen Freestyle machen können und nach ihrer eigenen Einschätzung mit Patienten umgehen, was ein großes Unrecht ist. Meine klare Ansage ist, wenn man Cannabis-Patient ist, sollte und darf man am Straßenverkehr teilnehmen. Man muss sich an bestimmte Sachen halten, aber ansonsten sollte man darüber nicht nachdenken müssen. Doch, so wie bei jedem anderen Medikament auch, muss man natürlich darüber nachdenken. Auch Ärzte müssen darüber nachdenken. Und dazu möchte ich nur kurz sagen, ein Rezept entscheidet nicht darüber, ob jetzt sozusagen der Stoff, den du im Blut hast, legal ist und ob er deine Fahrpraxis gerade beeinflusst. Sehr spannendes Thema, dazu gibt es nicht. Der Verordnungshintergrund, der Krankheitshintergrund, das sind alles Sachen, die den Kohl sozusagen bei der MU oder MPU fett machen. Ja? Zum Thema Führerschein gibt es aber auch gerade, das kann man hier vielleicht noch einmal cross-promoten, vom Bayerischen Rundfunk, einen Beitrag, in dem du mit auftauchst als Arzt, in dem es genau um die Fahreignung geht, um den Test, welchen Grenzwert haben eigentlich die Leute nach dem Konsum von Cannabis und wie schlagen sie sich im ADAC-Parcours. Insofern vielen Dank, dass ihr da wart. Julian Wichmann von Blumel, Gero Kolas vom SCM. Hat Spaß gemacht.